Ihren Livestream heute wieder zurück am Start auf Real Life Online. Wieder mit unserem einzigartigen Kapitän. Der einzig wahre. Captain Morris. Guten Tag, hier ist er. In vollster Pracht mit Zöpf. Freunde, geht's euch gut? Geht's euch wundervoll? Ich hoffe ja doch. Schreibt's mal rein. Hallo, hallo. Ja, an diesem wunderschönen Freitag. Heute ist mal angenehmes Wetter bei uns. Es ist nicht so warm. Es ist mal echt nicht so drückend. Was man ja, heutzutage ist echt oft warm. Wobei den Sommer, der war recht mild, ne? Ja, geht. Aber trotzdem. Also bei uns ist gerade echt immer warm gewesen jetzt die letzten Tage. Aber jetzt ist es gerade angenehm. Ja. Aber es ist Freitag, Freunde. Wir starten alle gemeinsam ins Wochenende, außer die Leute, die morgen noch arbeiten müssen. Ja. So ist es. Danke auch der Nachfrage. Mir geht's auch sehr gut. Mir geht's sehr gut. Bin dankbar dafür. Solltet ihr sein. Jeder Tag, wo es euch gut geht, einmal mal dankbar sein. Ja, die kleinen Dinge im Leben. Hallo Bada, 29 Monate schon dabei, der Liebe. Meine Güte, ist das lang. Holy shit, das ist ja schon fast 3 Jahre. Also, ja, also über 2 Jahre und schon fast 3. Insane. Boah. Gut, ey, freut mich, dass ihr alle dabei seid. So, lasst uns heute mal wieder einen gemeinsamen Stream starten. Was machen wir heute? Freunde, ich habe heute einfach mal Bock, wieder normalen Streifendienst. Also wirklich Dispatches anfahren, Verkehrskontrollen, Leute bei Unfällen helfen, so unterstützen. Einfach mal auf chillig und mal ganz normal, so wie man anfängt als Streifenpolizist. Ne? Vielleicht gehen wir auch ins County nachher, wir wissen es nicht. Gehen wir County, gehen wir Offroad fahren. Aber heute einfach mal ein bisschen normaler Streifendienst. Mal nicht so Highspeed heute, mal nicht so. Einfach mal normalen Streifendienst. Ich hatte einfach mal Bock drauf. Weil das kommt dem Nexo! Oh, oh mein Gott, Nexo! Nexo-like, das kannst du doch am Anfang vom Stream direkt 100 Euro Superchat. Es ist rot hier, es ist grün und rot, es ist alles. Anime, Dankeschön für VIP. Macht's mal ein Herz rein und ein Gütesiegel. Hey, mein Lieber, danke für 100 ganze Euro. Oh mein Gott. Dankeschön. Vom ganzen Herzen. Eieiei. Ja, was soll ich sagen? Bin gerade ein bisschen aus der Fassung. Tuning Freak, danke für 2,30 Euro. Dankeschön. So, ich gehe mich mal im Dienst melden. Das gibt hier gleich mal. Das gibt sowas. Oh mein Gott. Dankeschön, lieber Nexo-like. Hi Antl, auf einen guten Stream. Kannst du mich auch grüßen? Würde mich sehr freuen. Wen haben wir hier? Mit der VIP-Nachricht. VA3OO. Liebe Grüße. Danke auch schon, dass du so lange hier dabei bist. Machen wir hier weg. Oh mein Gott. Nexo-like, Dankeschön. Oh ja. So, warte mal. Meine Uniform habe ich. Das habe ich auch. Ich melde mich mal in Dienst. Mache ich kurz, dass ich Tenate bin. Lingon 15 Tenate. Weißt, ich höre schon die Stimme von vorhin. Ja, habe ich alles auch auf Bodycam. Ja, dann kannst du ihm das auch noch anhängen. So. Ja. So, wie siehst du? Ich gehe mal hier in den Dienst. Ich gehe als Straßenwagen. Markt. Kollege, dann gehen wir jetzt einmal rein. Also ich denke, er macht gerade die Theorie. Und ich mache mich trotzdem als, ja, ich mache mich als Freisondereinheit rein. Weil ich will vielleicht so ein bisschen hier, ich will mich jetzt nicht auf ein Gebiet spezialisieren. Vielleicht fahre ich hier, vielleicht fahre ich dort. Wichtig nur, ich will Markt fahren. So, Lieutenant, und ich bin ein Captain und ich bin ein 1 Andy Morris. Manchmal finde ich mich selber nicht, gerade wie jetzt. Hier, Morris. Hallo. Vielleicht will ich auch mal. Ah, das ist eine gute Idee wegen Edward. Das ist gut wegen Edward. Wird safe wieder nice heute. Kotzi, auch schön, dass du hier bist. Hallo. Roland Remser, danke für 1,53 Euro. Und Frederik, danke auch fürs VIP werden. Ist hier ein Chefen drin? Kein Chefen drin. Wollen mich auch verfolgen ohne Highspeed. Ja, mal schauen, ob sich jemand traut, auch mit normalen Straßenwagen. So, weil, wenn jetzt ein P1 um die Ecke kommt, kann ich nicht viel machen. Mal schauen.
Grüße. Smechter, Geo, Subs. Oh, Matze, Ehrenmann. Kuss, danke. Matze ist heute da. Ehrenmann. So, dann haben wir hier irgendwen. Das schauen wir mal. Wir lassen es auch auf uns zukommen. Das wäre echt mal lustig, wenn ich mal Edward werde. Weil irgendwie, glaube ich, die Fähigkeiten, glaube ich, müsste ich dazu haben. Unmarked Challenger, das ist nichts für uns. Wir fahren. Team V-Score, eine Festnahme. Mustang. Explorer. Hä, wo ist denn mein... Ah, LAPD Weg. Das ist er. Schaut mal. Schaut mal, wie schön. Einfach mal wieder Crown Weg fahren. Bin ich. Das ist eigentlich das... Das die wahre PD-Arbeit immer. So. Ja, einfach mal am Markt herumfahren. Wenn das ein Highspeed-Unit wäre, würde ich nur das Auto fahren. Weil das gehört einfach mehr auf die Straßen. Irgendwo ist gerade eine Festnahme. Vielleicht können wir da auch gleich dazu. Das wäre ja lustig. Das wäre mal lustig. Vielleicht auch mal Zellenarbeit heute machen. Wir machen heute mal die trockene, knochige Polizeiarbeit. Nochmal mit der Nachfrage, wo ist eine Festnahme? An der Team V-School. Braucht ihr da noch Unterstützung? Negativ, Code 4. Code 4. Ich fahr trotzdem hin. Aber ich mag den Crown Vic auch vom Fahrverhalten her. Ich finde den so sexy. So. Hallo, Ike Roman. Schönen Stream, mein Lieblingskorb. Ach, das freut mich. Dankeschön für die lieben Worte. Nobody, servus, du Heisel. Wünsche dir einen schönen Abend. Ja, ich dir auch. Freut mich, dass du da bist. Servus. Direkt mal in 1. Direkt mal. Also, ich zu DMV. 30 David 1076 Schauplatz. Da fahren wir hin. Ach, die fahren schon weg. Edward 10 jetzt mit 1015 zum Hauptplatz. Wir fahren. Ja, wir fahren da mit im Konvoi. Hat sich jemand bei der Fahrschule um das Auto dort gekümmert oder muss das noch wer machen? Das Fahrzeug lassen wir da so stehen. Für ihn, Herr Kuhlberg, ist jetzt angemeldet. Herr Kuhlberg. Ach, der Herr Kuhlberg, okay. Ich schließe mich mal dem Konvoi an. Etwa. So. Eggy, danke für 2 Euro. Schönen Abend. Grüße aus Niederösterreich. Ja, grüße zurück nach Niederösterreich. Freut mich, dass ihr alle da seid. Clara, danke für 1 Subgift. Kuss geht raus. Dankeschön. Edward 1019, Hauptplatz. Ach, er kommt wieder zu den Sozialstunden. Ich glaube, der Kuhlberg kriegt Sozialstunden. Hallo, Schatz. Grüß Sie. Grüße. Moin. Macht der Kuhlberg den Hauptplatz sauber? Ja, der muss den Hauptplatz sauber machen. Ich krieg ihn aber gerade nicht raus. Warte mal, ich gehe nochmal. Die andere Seite. Eine andere versuchen, ihn rauszuholen. Nehmen. Passen Sie mal auf Ihren Ellenbogen auf Ihren Kopf auf, dann hole ich sie wieder raus. Ja. Ah, perfekt, super. So, dann machen wir die Türe wieder zu. Was hat er denn gemacht? Ja, fahren nichts. Ohne Führerschein. Ach so, okay. Er wollte ihn gerade machen und ich habe ihn gesehen, wie er zur Zulassungsstelle gefahren ist, zur Führerscheinstelle. Frech. Komm mal. Mann, ich hätte es doch fast geschafft. Sie hätten ja auch noch die Praxis machen müssen. Ich glaube nicht, dass sie das so schnell hinbekommen hätten. Das nächste Mal führe ich sie persönlich hin. Sie tun mir schon leid. Wie viele Sozialstunden haben sie? Na, nur 20. Das sind nur 20, ja. Wissen Sie was? Ich warte die ab und ich führe sie dann rüber. Echt? Ich mach das. Aber das ist aber nett von Ihnen. Ah, dann gehen wir auf jeden Fall kein Risiko ein, dass er sich wieder ein Auto schnappt, um dahin zu fahren. Nur eine Bedingung, sie gehen mir nicht am Sack oder machen irgendeine Dummheiten, weil dann sperre ich sie doppelt so lang weg. Nein. Sowas okay? Mache ich nicht. Gut. Das kriegen wir hin. Sie sind einfach lieb, bleiben im Auto, machen keinen Blödsinn und ich führe sie dann runter. Fahren wir mit Blaulicht? Nein. Ach, Manu. Aber den Deal haben wir. Ja, den haben wir. Der geht fit. Gut.
Aber wenn sie schon mal dabei sind, könnten sie sich mal um die Pütze hier kümmern. Irgendwie fühlt sich das so an, als würde die hier für immer da sein. Das habe ich schon nachkontrolliert. Das ist Rohrbruch unter den Platten. Da läuft also Wasser. Was für die Stadtwerke, perfekt. Dann rufen wir mal die Stadtwerke. Das ist eine gute Idee. So, ich packe ihn hier SIM-Karte wieder in die Sakkotasche rein. Nett von Ihnen, dankeschön. Die Patronen auch wieder. Die haben leider eine automatische Antwort drin, dass sie gerade nicht erreichbar sind. Das ist doof. Oh, mein frech. Gott. Die Arbeitsmoral am Freitag. Was ein Service. Perfekt. Ach so, ja, da war ja noch was. Die Handschellen muss ich auch noch wegmachen. Komm sonst mal, wird das nichts. Sonst müssen wir den Bürsten auf die Schuhe unten machen. Ja, ja. Ich gehe da mal ein bisschen Schlittschuh fahren, ne? So, passt. Dankeschön. Herr Gulberg, mein Auto, wissen Sie, wo es ist? Sie kommen dann selbstständig zu mir, okay? Natürlich. Gut. Ich bin gleich für Sie da. Super. Viel Erfolg. Viel danke. Spaß. Ja, danke. Ja, danke, dass du den dann nochmal hinfährst. Der arme Kerl würde sonst wahrscheinlich wirklich sein Auto wieder nehmen, nur irgendein anderes. Ja, aber zu Fuß würde er nicht gehen, deswegen. Nee, das ist bestimmt nicht. Ha, kriegen wir hin. Ehrenwerten Bürger. Ja. Ey, Roman, dankeschön! Also Ike. Was ist ja der Nachname? Dankeschön, lieber Ike, für 5 Subgifts. Kuss geht raus. Ja, wenn raus. Er nicht maskiert im Auto hockt und wegfährt. Kuss, das ist mein Herz da, oder? Und die liebe Community, bedankt euch bitte mal beim lieben Ike. Okay. Danke. Oh, Mechaniker da, sehr schön. Können wir gleich weiterschicken. Ja. Sind sie da? Wo wolltest du bei Action zum... Oder was? Bitte? Wolltest du das Auto unten bei der DMV haben, oder Nee. Nachdem er ja kooperativ war, kann man das ja da stehen lassen. Ah, das lassen wir entstehen. Mit dem kann er nachher abbrausen. Wenn er wieder einen Führerschein hat. Natürlich. Genau. Natürlich. Er wird ja wohl nicht durchfallen. Ey, danke schön, lieber Ike. Ne? Ruhigen Dienst euch noch. Jawohl. Jo, man hört sich. Ciao. Ciao. Was ist der rote große Button? Wie immer, genau. Fahr nur raus. Achtung, Lamborghini. Uiuiui. Danke. Ich glaube, der ist zu schnell. Warte mal hinterher, der ist ein bisschen schnell. Der Lambo war ein bisschen schnell, Kollege. Hast du ihn? Negativ, aber er ist gerade über eine Sperrlinie gefahren. So, ich gehe mal kurz zur Bank. Ich habe noch $21.000. Das ist ein bisschen viel. Aber hey, wir machen Polizeidienst. Wir müssen mit dem Kuhlberg bringen wir zur Fahrschule. Helfen wir ihm ein bisschen. Der Arme, sonst kommt er doch nie mehr hin. So, auszahlen, einzahlen. King 31 ist 10. Nein, 10.000 zahlen wir ein. Sind wir geizig. Die wollen wir nicht mit auf die Straße nehmen. Die bunkern wir. Ey, jetzt nochmal mit 5 Subgifts. Ich küsse dein Herz. Dankeschön. Ich küsse dein Herz. So, dann warten wir auf den Herrn Kuhlberg. Boah, ich dachte schon, Alter, da kommt jetzt jemand angefahren und fährt mich zusammen. Ich schwör's euch, ich gehe dahinter da. Ich gehe da nach hinten, aber so, da fühle ich mich nicht sicher. So wie die da oft durchbrechen. Oh mein Gott, habe ich mich gerade einkackt. Boah. Ich dachte gerade wirklich, der nimmt mich mit. By the way, ich habe ja nicht mal eine Weste, ne? Die muss ich mir auch noch holen. Oder habe ich eine dabei? Ah, ich habe eine dabei. Gott sei Dank. So, eine Weste. Munition brauche ich, glaube ich, nicht wirklich auffüllen. Könnte ich aber ein paar Waffen könnte ich mal reinlegen im Kofferraum. Was brauche ich? Eine Muskete. Warte, kein Mensch. Aber jetzt fühle ich mich wieder unsicher, weil ich da stehe im Kofferraum und keine Macht habe. So, lege ich meine Muskete rein. Den Taser brauche ich, die M4 brauche ich, die MP5 brauche ich. Also ich finde das super. Muskete brauche ich ja nämlich wirklich nicht. So, mal rein. Haben wir im Crown Vic immer eingesagt. Super. Ey, danke schön, lieber Ike. Liebe Community, macht doch mal hier einen aufrichtigen Herzring. Carsten, wunder, guten Abend. Grins, hab heute eine goldene G-Klasse gesehen und musste an Habub denken. Alter, was ein Flex. Sowas gibt in Deutschland? Heftig. Geil. Dachte sowas, es gibt's nur in London. So goldene Autos habe ich immer nur in England gesehen. Meistens. Oder halt Abu Dhabi. So. Aber hier mal für die heftige Community. Für Ike. Für Nexo-like. Für Katz. Für Clara. Für Nobody. Für alle. 7007 mit einem Jaguar FPS. Kennzeichen Tom Wolke. Tom Wolke. Tom Cloud. Tom Cloud. Tom. Ja, wie kann man... Tom stiehlt.
So. Wirklich einmal Backup, das Fahrzeug ist nicht angemeldet und versichert. Dann 1920. So. Winkel 27 hätte 1 Kilometer sonst. War das? Also da drüben läuft er ja. Ja, aber zu übernehmen. Schaut der Herr Kuhlberg. Da ist er da hinten. Gehen wir mal schauen, wie es ihm geht. Wie ist der Status? Etwa 46 noch 7 Stunden. Das kriegen wir hin. Hol mir mal einen Döner. Alles klar. Guten Hunger. Ja, danke. Grüße. 30 David 1076 Mission Road PD. Und wieder ein Lambo. Also, das ist der vorhin, den werden sie schon rausgezogen haben. Döner zum Schichtstart. Ich glaube, es gibt schlimmere Start in der Schicht. Ich habe sogar noch Kusch. Okay. Woher habe ich eigentlich das Kusch? Udi. Der fährt zur Bank. Ist aber auch ein geiles Teil ich da drüben, ne? Das super. Den sieht man sehr selten. Das ist ein Murcielago. Aber in Vollchrom. Hm. Der hat auch so geile Streifen. SV. Super Veloce. Glaube ich, heißt das. Ich bin kein Italiener. Also, Robert. Es ist schon. Danke, Robert. Der Robert ist im Chat. Der Kurt Robert. Kurt Robert. Das wäre ein geiler. Das wäre ein Zweitname. Schicker. Was geht da, Bibi? Oder. Julian Albrecht. Danke für 5 Subgifts. Ey, der Chat ist grün. Also für die grüne Natur. Für die Umwelt. Wechselt wieder auf Straßenfahrzeugmarkt. Das ist ein umweltfreundlicher Stream hier heute. Train Pictures AD, danke für 2 Euro. Dankeschön, Kuss. Oder mit Nobody. Was ein Like für niemanden? Na, kriegst du Herz für niemanden. Du Sack. Glaubst du immer, weil du Mr. Nobody bist? Hast viel Hollywood geschaut, gell? Passt eh. Der gute Sados. Hier war's. Ein Officer! Ein Ozifer! Servus! Du, servus, Corley! Gell? Ja? Hast du das neue Otterkringer probiert? Na, gibt's doch nicht, gell? Du Saufgesicht! Trottel! Na, ist eh wurscht. So! Und by the way, ich glaube nicht, dass es ein neues Otterkringer gibt an alle, die mich jetzt gleich prangern. Ich glaube nicht. Ich bin mir ziemlich sicher. Anthony, Router, herzlich willkommen bei VIP. Ich habe noch Purple Haze. 4 Stück sogar. Schenke ich einen Kuhlberg. Ist Stress da hinten mit der Mustang? Das ist ein Mustang, ne? Alter Schwede, hat der. Die hat der. Alter, was ist das für ein Spoiler? Ja, ich bin bereit. So, wir sind wieder frei. Kommen Sie mit. So. Ich denke mal, ich soll hinten sitzen, ja. Kommen Sie mal her, ich habe für Sie ein Geschenk. Echt, was denn? Bitteschön. Dann sind's wenigstens still. Okay. Nehmen Sie hinten Platz. Ich hab's gleich. Bitteschön. Aua. Oh, Herr Kuhlberg, Sie dürfen nicht die Balance verlieren. Entschuldigung. Nur wegen dem bisschen Lavendel. Weiß ja nicht. Das ist guter Lavendel. Guter Lavendel? Mhm. Super, freut mich. Bisschen Lavendel kann niemandem schaden. Ich krieg meine Tür nicht mehr zu. Ah, jetzt. Sind Sie komplett aus von Kräften? Ein bisschen. Gerade normale Schüsse. 39 Helden 86 mit dem Fahrzeug zur Anmeldestelle. Ist ihn auch so schwummrig? Nein. Oh. Wieso ist ihn denn schwummrig? Haben sie noch nie einen Lavendel gezogen? Nein. Ach, Herr Kuhlberg. Ich hab gedacht, sie haben schon Ärgeres erlebt. Falsche Spur. Nein, ich bin ein guter Mensch. Das glaube ich ihnen auch. Das glaube ich ihnen sofort. Ich mach sowas nicht. Aber Lavendel beruhigt die Sinne.
Lavendel hilft auch sehr gut beim Schlafen. Warum sind das Staffon gelesen? Und Edward Tenbillen, Staffon und Tenaida haben das noch nicht ausprobiert? Doch, doch, aber ich hab's meistens nicht vor dem Schlafen genommen. Sollte ich mal machen. Also ich finde es super. Na gut, Sie müssen sich so einen Luftdiffusor kaufen, dann machen Sie ein bisschen Wasser rein und machen mal Lavendel ätherische Öle rein. Also ich das hilft beim Schlafen, vertrauen Sie mir. Aha. Warum sind Sie dann so agil? Ich sitze doch gerade. Ich bin nicht müde. Aber einen Bleifuß haben Sie. Nein. Okay. Wie lange sind Sie denn heute noch im Dienst? Ich? Hm? So lange, wie es nötig ist. Keine Sekunde mehr, weil das ist dann gewerkschaftlich so nicht geregelt und dann gehe ich in Feierabend. Ach so, okay. Ja. Ja. Dann muss ich aufpassen, dass ich heute wieder, dass Sie nicht wieder treffen, meinen Führerschein verliere. Ach. Machen Sie erst einmal Ihren Führerschein, bevor Sie ihn wieder verlieren können. Und dann behalten Sie ihn auch. Das wird nicht funktionieren heute Abend, glaube ich. Oh wei. Oh wei. Dann machen Sie nochmal. Viel Erfolg. Ja, mach ich. Jetzt sind Sie auf der ruhigen Wolke. Na? Ja. Gut. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen. Gerne. Ciao, ciao. Wiederschauen. Andels Lamborghini Huracan. Oha, ich habe einen Lamborghini. Servus Andel, hoffe du hattest einen schönen Tag gehabt und Grüße an deine Freundin. Herzliche Grüße von meinem Lamborghini Huracan. Der nicht unten in der Garage steht. Wo bist du, mein Lamborghini Huracan? Wo kann ich dich abholen? So. Hier rein. Ey, Julian Albrecht, auch Dankeschön nochmal für 5 Subgifts, mein liebster Jüster. Danke, danke, danke. So. Anthony Bruter, danke für 2 Euro. Liebe Grüße an dich. Er freut sich, wenn ich ihn grüßen könnte. Ja, natürlich. Kommst du her, machst du nix. So. Gut. Und hier. Dann gehen wir mal ein bisschen auf Streife. Wir machen jetzt ganz normal Revierdienst. Also sprich, oha. Der Jaguar, ein FPS. Das Taxi, oder? Er hat ihn aber auch ganz schön am Arsch. Guck mal. Mit dem fahren. Die wollen nicht fahren, Mann. Kennst du Xyren persönlich? Hm. Ich kenne ihn seit 20 Jahren so circa. Wir sind seit circa 20 Jahren beste Freunde, aber ich kenne ihn nicht persönlich. Spaß, it's a prank, natürlich. Natürlich. Kannten uns schon vor dem ganzen Internet-Zeugs. So. Hier. Wrecking your eyes. Alter, ich hab grad von Apache 207. Wie heißt das Lied? Heißt das Breaking Your Heart? Nein. Breaking Your Eyes? Ich weiß nicht, wie es heißt gerade. Von dem habe ich so einen Ohrwurm. Seit heute in der Früh bin ich auf das Lied irgendwie gekommen und seitdem höre ich es. Bin aber auch Apache ist irgendwie so ein geiler Künstler. Also das ist wirklich mal so jemand aus der modernen Zeit. Das ist selten irgendwie bei mir. Dass mir jemand aus der modernen Zeit gefällt, aber ich finde Apache ist echt ein Ausnahmekünstler. Und ich finde den richtig gut. Der hat es echt verdient, so erfolgreich zu sein. Breaking Your Heart heißt geiles Lied. Geiles Lied. Geiles Lied. Vielleicht habe ich ja den einen oder anderen wieder angesteckt hier im Chat. Wäre ich jedenfalls sehr dankbar. Weil geteiltes Leid ist halbes Leid, sagt man immer so schön, ne? So. Gerade ist aber noch recht ruhig. Wo wir auch immer hinfahren könnten. Wir könnten mal wieder so ein bisschen die Drogenszene abfahren. Wir könnten uns zu den Dealern. Ach, unser Radar müssen wir anmachen. Stimmt. Unser Lesegerät machen wir an. Machen wir mal X mit und auf Same. Aber wir müssen umändern, weil wir sind nicht am Highway.
Kriegt er 135, da kriegen wir so gut wie niemand mehr rein. Ich mache mal auf 90. Na, alles unter 90, so das interessiert uns wenig, weil sonst scheppert das Ding die ganze Zeit durch. Komet. Komet ist auch böse. Ich finde dieses Breaking als so ein 80s-Vibe. Und so, bin gerade voll auf der Schiene. Front closing. Aha. 113. Ein Königsecker Gera mit 113. Er fährt schon freiwillig ran. Mit dem 50 mit einer Verkehrsanhaltung. Am Hauptplatz mit dem Kennzeichen Wolf. Wird wahrscheinlich Daniel Wolf sein. Daniel Wolf nicht angemeldet, nicht versichert. Wo genau am Hauptplatz? Bitte dann herkommen. Unterwegs. Wenn er nicht selber. Kommt, noch was hast du für ein Fahrzeug? Da, weil der einen Führerschein bitte, Herr Wolf. Falsches Kennzeichen. Das ist Wolf, ist W0LF. Okay. Hol ich nochmal durch. Führerschein bräuchte ich trotzdem mal. Kann ich Ihnen schon geben? Na, Sie haben ihn nicht geben. Nee, aber kann ich Ihnen schon geben, weil Sie gesagt haben, Sie prüfen das nur noch. Na bitte, jetzt erst einmal einen Führerschein und dann... Okay, passt. So. Sie haben ja eigentlich gut alle Führerscheine, das passt. Sicher. Okay. Ressler, ich hab nichts gemacht, das ist falsche Kennzeichen. Kollege, prüfst du nochmal durch W0LF? Kennzeichenüberprüfung W0LF? Ja, das ist zugelassen. Moin, Herr Wolf, das ist ein Servus. Agierer. Ja, ich weiß. Hey, Wolf ist der Sian, er ist abgemeldet. Der Sian ist abgemeldet, genau. Ja. Okay, gut. Passt. 113 habe ich sie gemessen. Ich weiß, ich bin eh gleich stehen geblieben. Jetzt habt ihr gemerkt, wo ich umgedreht bin. Ja, sicher. Ich habe es spät gesehen, dass sie es sein und dann bin ich gleich stehen geblieben, wo ich ja, gut. Stelle ich Ihnen ein Bußgeld aus? Ich muss nochmal nachschauen. Im Katalog, was ist 2000, glaube ich, sollen es. Nein, über 30 sind 3000. Ich weiß es nicht auswendig. Über 30 sind. Ja. So, das Bußgeld. Strafe. So, bitteschön. Das wäre nett, wenn Sie das gleich bezahlen können. Ist bezahlt. Servus, Patrick. Servus. Was schaut sie? Gut, haben es. Haben Sie schon bezahlt? Die 6 Dollar habe ich bezahlt, ja. 6 Dollar? 3000 habe ich Ihnen gegeben. Sie haben mir 6 Dollar ausgestellt. Definitiv nicht. Jetzt ist da, sorry. Bitteschön. Gut. Hat ein bisschen länger dauert. Ja, macht ja nichts. Die Systeme. Eben, ja. Gut, dann können wir weiterfahren, Herr Wolf, gell? Super, vielen Dank. Bitte mit 80. Da ist gerade am Hauptplatz die Gefahr, dass jemand zusammenführen. Auf jeden Fall. Machen. Gut. Ruhigen Dienst. Ebenfalls. Wiederschauen. Verkehrsanhaltung beendet. Sind die Leute wieder mit dem Ferrari rumgefahren? Das war auch ein Flex, ne? Als sie sich den damals gekauft haben. So. Wir probieren dasselbe Spiel einfach nochmal. Wir drehen um. Diesmal fahren wir auf den Hauptplatz aus der anderen Richtung. Und schauen einmal, ob das wieder wahre Wunder wirkt. Steht da jemand im Blitz? Steht ein leeres, steht ein Marshall-Auto. US J 157B. US J 175B. Nein, 157 bin ein Auto. Vielleicht kann man nicht einmal stupide Zahlenfolgen merken. Peter Wolf. Weiß jemand Bescheid, warum ein Marshall-Auto vom FIB Dauer steht? Klingt auch negativ. So nichts bekannt. Die sind auch gerade im Namen Funk drin. Okay, weil der gehört Peter Wolf. Ist das ein Ford Expedition, so ein Jeep? Ja. Ja, ich komme gerade mal dazu. Wie ist ein T20? Vom FIB Dauer oben. Ah, ich komm mal. Yay. Gutti.
Oder er ist schon hier, oder was? Da drüben kommt ein... Hat der GMC da dazu, der Orangene? Alter, der ist fett. Ich glaube, der gehört dazu, ja. Meine Tür. Okay. Spaß da heute die Klimaanlage, ne? Ja, definitiv. Ich habe eben mit ihm noch gesprochen. Okay. Ich bin nur gerade nur da vorbeigefahren und denke mir so, okay. Steht da. Vielleicht sollte es nicht hier stehen. Nee, also er ist auch eben mit dem unterwegs gewesen. Ich versuche mal zu kontaktieren. Okay. Ich kümmere mich mal drum. Alles klar. Ich danke. Okay, gerne. Ciao. Ciao. Guten Dienst. Und viel Spaß mit deiner Klimaanlage. Ha, danke. Ha! So, die Einblende. Sag mal, ist das ein Special Feature oder was? Das ist High Special. Oha. Sonderausstattung. Geil. Sympathisches Kerlchen. Kann wenigstens über sich selber lachen. Geil, ich mag solche Leute. Tja, da ist wohl die Tür abgefallen, ne? Mit einem AMR-Wagen. Also, ich glaube, der Standard-AMR-Wagen. So, wir haben jetzt nochmal. Probieren wir es nochmal, unser Glück. Kann man jemanden blitzen? Ja, nein. Ach, ne, super. Könnte der Coolberg sein, oder? Aha. Hat man aber auch kurz 86 drauf, ne? Was sagen Sie hier zu Ihrer Verteidigung? Das erinnert mich so ein bisschen an Paul Walker, ne? Diese Supra. Front, away. Jetzt haben wir aber... Der ist jetzt aber schnell übers Ziel. Safe Coolberg. Lincoln 50 mit einer Verkehrsanhaltung bei 3212 mit einem orangen Supra, Kennzeichen Coolberg. Zugelassen und angemeldet auf Max Coolberg. Max Coolberg zugelassen, versichert. Dankeschön. Grüß Sie. Ach, Herr Coolberg. Ja, machen Sie mal die Scheibe runter. Die geht nicht. Moment, Achtung. Bisschen zur Seite, bitte. Führerschein haben. So, jetzt. Gut. Ja, bitte. Führerschein hätte ich auch mal gern, bitte. Natürlich. Kriegen Sie sofort. Bitte. Oha, Sie haben es geschafft. Ich bin stolz auf Sie. Ja, ich auch auf mich. Super. Dann ist das Auto angelehnt auf Paul Walker oder an Paul Walker? Bisschen, ne? Eigentlich witzigerweise nicht. Also orange eine Supra mit so einer zum so grünen Touch, das erinnert mich so ein bisschen dran. Aber okay, schönes Auto trotzdem. Dankeschön. Gut, ich lasse es einmal bei einer mündlichen Verwarnung, okay? Sie waren 91, sie waren 11 drüber. Echt jetzt? Ja. Oh. Hoppala, ich soll vielleicht mehr mit Tempomat fahren. Sollten Sie. Gut. Führerschein okay. Kriegst zurück und dann können wir weiterfahren. Dankeschön. Gut. Vielen Dank. Schönen Abend. Ciao. Gleichfalls. Ciao, ciao. Vielen Dankeschön fürs VIP-Lernen. Dankeschön. Informativ an den Kollegen. Der Kollege Marshall ist gerade aufgetaucht. Marshall-Kollege. Alles klar, danke. Gesternhaltung beendet. Herr Kuhlberg hat mittlerweile wieder einen Führerschein. Hooray. Hey, nice ride. I'm fine. Hooray. Das ist, glaube ich, die letzte Anhaltung heute. Meinst? Meinst der Coolberg beim nächsten Mal fährt er weiter, oder was? Stimmt, der hat ja gesagt, es wird heute nichts, dass er seinen Führerschein behält. Ich glaube, ich gehe schon mal tanken. Warum auch immer geht er jetzt sein Auto modifizieren. Geht das optisch tunen? Ich glaube, leistungstechnisch wird er schon das Maximum haben. Aber geht es eher optisch tunen? Ich glaube, hier beim Coolberg. Geht er nochmal Leistung nachpumpen oder geht er Optik machen? Oder verschanzt sich da drin, um ein Rennen anzukündigen? Das wäre natürlich auch großartig. Mike, seit 18 Monaten Mitglied, dankeschön. King 3176 Mechaniker.
Kannst du Charger fahren? Ich mag heute Crown Vic fahren. Sorry. Ich finde Crown Vic einfach irgendwie... Ja. Ich mag einen Crown Vic irgendwie mehr. Ich fahr mal zum Drogenhändler. Gehört ja auch zum Teil unseres Reviers. Deswegen, da gehört auch unbedingt hinfahren. Vielleicht noch eine kleine Patrouille durch die Grove, dass da nicht irgendwie jemand... Ja, was auch immer, Deals, Schlägereien, da ist eine Einbahn. Irgendwas dort vor sich geht, kann ja auch immer sein. Also das normale Streifenfahren ist auch mal gemütlich, muss ich ehrlich sagen. Ja, dieses, man nimmt auch mal Dispatch, man macht so wirklich die grundlegende, ehrliche Polizeiarbeit. Ist jetzt nicht immer so actiongeladen, aber es muss nicht immer Action sein. Man braucht auch immer mal ein Tal. Wenn es dann wieder mal auf die Bergspitze geht mit Action. Ist einfach so. Scotty, nö. Weiß nicht, woran das nö angelehnt ist. Vielleicht habe ich heute wieder auch Familien im Brennpunkt. Das wäre auch wieder lustig. Also ich finde das super. Vielen Dank nochmal für 1 Euro, danke. Also ich finde das super. Oh. Weißt du, was ich mache? Ich stelle mich mal kurz am... Ich schaue mal, ob heute irgendwas im Race-Tablet. Rennen. Das sind wirklich Rennen. 20.29 Uhr. Extrem schwer. $142.000. On-Road-Strecke für den US Marshal Service. 19.57 Uhr startet eines für 66.000 und um 20.29 Uhr startet ein Rennen um 142.000. Frage, habt ihr schon mal ins Race-Tablet geschaut? Um 20.23 Uhr startet ein Rennen um $147.000 Preisgeld. Also um 19.57 startet eins um $66.000 und um 20.23 Uhr eins das große. Wo ist der Startpunkt? Dann wäre es ja gut, wenn wir eine King-Einheit hätten, Anmarkt, die sich dann an dem Start platzieren kann, um zu schauen, ob da eine Einheit Hallo, Schandl. Ankommt. Ja, Start ist in Palito Bay. Nochmal eine Uhrzeit, wann geht es los? 20.23 Uhr. Oder was, 32? Naja, dann für euch, guck mal, dass ich mich da bis dahin da kurz Oh, kurz sorry. Kann. 20.29 Uhr ist Start. Mich verdammt. Details findest du am Race-Tablet unter Rennern. Wenn ihr euch die Strecke mal anguckt, die geht durch jede einzelne Straße der Stadt. Ja, die Strecke ist extrem lang. Das Rennen geht fast 40 Minuten. Das sind sie letztens nämlich schon mal gefahren. Da muss, das ist mit Tankstops und allem. So. Das Ding ist, wir werden mal schauen. Wir werden schauen. Ist zu wenig Mann am Start. Werden wir kurzzeitig halt auf Highspeed wechseln müssen. Wenn genug Mann am Start ist, dann bleiben wir so als Backup und versuchen vielleicht mit Nagelbändern oder so da die Leute ein bisschen in Schach zu halten. Dann sind wir halt als Unterstützer dabei. Aber wenn die keine Highspeed-Units ankriegen und dort ist die Hölle los, dann werden wir auch natürlich aushelfen, klar. Wären schon mal für 2029... eventuell genug Leute da, die eine Highspeed-Unit fahren dürfen, slash können. Marco, servus. Ja, ist ja noch nicht relevant. Lass erstmal die King-Unit inspekten und dann mal schauen wir mal, wie viele es wirklich sind. Weil letztens waren es, glaube ich, 12 Teilnehmer. Das waren alles Hypercars. Handels Highspeed, ja, fahr mit mir. Na, ich schau mal zum Parkplatz, da lagern sie auch oft mal. Jack, Ben, Dankeschön für 1 Euro. Was ist nochmal von Rammstein dein Lieblingslied? Sonne.
Eindeutig Sonne. Mit Abstand. Feuerfrei, das Feuerfrei zacht mich auch immer ordentlich durch, aber. Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Fucking hell, Alter. Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Oh! Staff 1, 1076, County. Oh mein Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Oh! Front, away. Oh mein Gott. Ey. Das kannst du doch nicht machen. 30 David 1076 Mission Rope. Da fährt der raus. Ich hab ein Herz, Kasper. Oh mein Gott. Ich muss mir jetzt erstmal einkriegen. Weißt du, vor so einer Scheiße erschrecke ich mich, ne? Deputy 1, 10-8, meine Güte. Abend. Grüß Sie. Weißt du, vor sowas. Boah. Ich hoffe, dass da vielleicht heute Teilnehmer sind, die mal nicht mit Highspeed-Autos fahren. Ich hoffe, dass da mal vielleicht Leute einfach so mit normalen Straßenwegen fahren. Das wär irgendwie mal geil. Wenn sie mal wirklich solche normalen JDM-Rennen oder so. Front, away. Ja, der Pizza bringt mir nichts. Front, away. Man ist so erschrocken. Da fahre ich nicht mehr hin. Kein Bock jetzt. Marco, der Bluescreen, Alter, du Armer. Mir kommt vor, ich habe aber vorhin deine Stimme im Mission Rogue gehört. Kann das sein? Mein Herz ist Upbeat. Und, Alter, weißt du wie? Alter. Puh. Ich habe mich noch immer nicht ganz eingekriegt. Ach, da ist mir das Herz gerade in die Hose gerutscht. Leckt mich am Arsch. Wenn du normal so ein Ferrari hörst, schon so. Zumindest ein bisschen. Der kam einfach rausgeschossen. Oder liegt es daran, dass ich so viel und so laut rede? Ich weiß es nicht. Eins von beiden, aber. Alter, Alter. Was habe ich denn da gerade aufgerufen? Ich weiß nicht mal, was ich da für ein Menü gerade aufgerufen habe. Das ist ein Gebrauchtwagenhändler. So. Die Spur führt immer wieder zurück zum schönen, guten Hauptplatz. Da fahren sie nämlich immer einen Quagelzahn oft. Mir ist vorhin fast eine Frau mit dem Auto ins Fahrrad gefahren. Ja gut, als Fahrradfahrer gegen ein Auto schaut es nicht gut aus. Das ist ein Fakt, ne? Also Auto gegen Auto ist jetzt noch die Frage, aber Auto gegen Fahrrad ist eigentlich... Boah. Da bist du bei 10 km/h schon. Auch IC Bluescreen bekommen. Das ist definitiv nicht geil. Wobei, das Rennen ist ja auch erst in einer Stunde, also easy. Aber ich könnte mal die anderen Rennen irgendwie inspekten, ob da irgendjemand zum Start antritt, ne? So, wir haben hier ein Rennen. Das USMS Hardtail-Rennen, wo ist denn das? Um 17. Achso, das ist in der Academy, das zahlt sich ja mal nicht aus für uns. Der Nürburgring. Das zahlt sich auch nicht aus, oder dürfen sie ballern? USMS. Okay. Erstes relevantes Rennen wäre erst um 57, also alles gut. Wir haben keinerlei Stress bei irgendwas. Also wir haben hier. Leider Dolor, danke für 5 Euro. Grüße. Vielleicht sieht man sich ja beim Rennen. Mal schauen, wie lange ich noch im Dienst bin. Ja, mal schauen, mal schauen. Vielleicht sind wir da, vielleicht sind wir nicht da. Was? Das freut mich. Hab meiner Freundin vorhin Wurstbrot gemacht und sie hat gesagt, das habe ich gut gemacht. Wenigstens etwas, was ich kann, ne? Dafür schon mal ein Däumchen. Ey, ich würde es heute mal wirklich fühlen, wenn die Leute mal hier nicht Highspeed fahren, sondern mal wirklich ehrliche, knackige Straßenwegen. So. Ich glaube, das würde ein PD auch taugen. So, wenn alle nicht nur mit Highspeeds anrücken müssten, sondern mal wirklich auch mit Straßenwegen. So alle Crownwegs, alle dort da. So richtig auf Ehre. Da ist ein Taxi. Der Taxi weiß man nie, ne? Sind es die Kollegen? Sind es echt ein Taxifahrer? Sind Taxifahrer überhaupt da? Ah, ist ein Taxifahrer. Das wird wahrscheinlich der Taxifahrer sein. Aber dankeschön, lieber Tyler, für
Okay. Steht ein P1. Ohne Kennzeichen. Hauptplatz unter Führung dort beim Geldtransport steht ein P1 ohne Kennzeichen auf dem Gehsteig. Wisst ihr davon Bescheid? Ja, so korrekt, das ist vorhin ein Unfallfahrzeug gewesen. Sonst einmal nochmal die Mechaniker darüber informieren, vielleicht waren die vorhin nur noch nicht im Dienst. Braucht ihr das Auto noch für irgendeine Beweislage, weil es kein Kennzeichen und so hat? Nee, der Herr ist schon verbrecherische Flucht, glaube ich, hinzugeführt worden. Das kann auf dem Abschlepphof. Okay, vor, dann kümmere ich mich drum. Danke. Einfach mal Augen und Ohren hier offen. Klepper. Für einen P1. LAPD. GPS senden. Okay. Dann warten wir mal kurz, bis wir im Rückruf oder so. Steht da ein P1 so am Hauptplatz. Schon vorhin echt so, ne? Auf die 10 Likes, ja, Freunde. Wenn es schon der Nice, wenn es schon Aviation Live sagt, ne? Dann muss es was heißen. Freunde, lasst mal hier, seid gütig und haut auf den Like-Button. Neuer Dispatch angekommen. Was hat's damit auf sich? Ein Charger. Letzter Dispatch vom US Marshal Service, ob wir einen Mechaniker schon gerufen haben für den Charger. Weiß da jemand was drüber? Ich habe den Charger vorhin gesehen, ja, aber... Dann ruft die mal an. Der bleibt doch auch abrupt stehen. Wahrscheinlich nicht. Doppelt hält besser. Ganz wahr. Road to 10 Likes auf jeden. Der Crown Vic ist schon geil. Ja, fühle ich übel. Ich parke mir den aber besser hin, dass ich in Not fahre. Ich kann ja da in Zwischenzeit kann ich hier ein bisschen blitzen, ne? Why not? Stell mich hier hinter den P1 und blitz da mal so rüber und tu so, als ob ich nicht da bin. Ganz unauffällige Blitzposition hier, by the way. King 31 sitzt in Aiden, SUD im Straßenwagen. Unmarked. Unmarked! Ja, wie Leute nicht enttarnt werden. So. Nur gespannt, wie viele Mechaniker sind denn da? 3 Stück. Ja. Wenn die nicht gerade irgendwo zu dritt am Mont Chiliad herumhängen, sollte es eigentlich recht flott gehen. Sie hätten nicht weit. Ne? Sie fahren einfach zum Abschlepphof. Gut ist. Oder ist jemand mit dem P1 anscheinend geflüchtet und ist nicht entkommen? Die fahren schon brav. Es hat gepasst. 79 haben es drauf gehabt. Crown Vic in Full Weiß. Ich will ja Markt fahren. Ne? Goodie. Wurde der P1 schlechter gemacht vom Handling? Das Lustige ist, ich habe an dem die Endgeschwindigkeit verändert, aber irgendwie hat sich dadurch das ganze Handling verändert, sodass Kurvenlage, alles bei dem richtig overpowered war. Und man muss auch sagen, der P1 war viel zu stark. Ich habe ihn jetzt wieder ein bisschen gedrosselt. Aber er ist trotzdem noch stark. Also er ist nicht unfahrbar. Machen wir mal so. Aber wieder fair. Weil das war ja, so wie der kurzzeitig war, ungeplant war ja, es war definitiv nicht Ziel und Sinn der Sache. Was macht Matze? Besser das Patchcode vor. Matze! Und mit dem Schlepper. Oh, ist eigentlich hier eine geile Blitzstelle hier, ne? So. Das ist sogar besser, wenn ich mich da hinstelle. So. Dass ich mich hier so an die Säule irgendwie so, dass ich hier so ranschieße. Handel, wenn sie auf Offroad umsteigen, dann nehme ich Handels Offroader. Ja. Ich transformiere dann einfach den Crown Vic, setze ihn höher zum Monster Truck. Einfach Monster Truck Reifen, Ruf auf den Crown Vic, höher legen, voll federn und dann puff. Dann kannst du fahren. Da kannst du überall herumfahren. Das wäre aber geil, das ist so eine Funktion. Crown Vic hochbummst so. Aber ich glaube, in echt könntest du so einen Crown Vic auch richtig gut Offroad fahren. Ich glaube, in echt sind die richtig hoch und gut gefedert und so. Ich glaube, mit denen kannst du auch echt komfortabel gut in der Bumper rum
fahren. So. Also jetzt mit dem Porsche nicht geht, klar. Aber Brownwick, glaube ich, das ist recht vielseitig in echt. Wer wird gerne ihres Tablets? Hö? Berber Channel ihres Tablets, check ich nicht. Bin zu doof dafür. Schnitzeljagd. Geil. Aber ich bin im Dienst. Ich bin Officer im Dienst. Ah. Das gab's noch. Habe ich überhaupt dann die Mechaniker geschickt? Oder habe ich an Security geschrieben? Da kommt ein Auto. Wie schnell ist er? 80. Genau 80 ist er mit seinem... Was ist denn das? Was war das? War das ein Hyundai, oder? Ich glaube, ein Hyundai. Jetzt nicht so... Wenn mich nicht irre, wurde das sogar teilweise fürs Offroading konzipiert. Irgend sowas habe ich auch gehört, ja. Irgend sowas habe ich gehört auch. Macht ja auch Sinn. Ich meine, der ist tiefer gelegt, aber... Das Ding, glaube ich, dürfte sich richtig gut fahren in echt überall. So. Deswegen ist es wahrscheinlich da auch, denke ich einmal, also so ein Standard-Polizeiauto, glaube ich, weil es einfach so gut einsetzbar ist und ja, treu und unkaputtbar. Jetzt warte ich aber noch 5 Minuten, bis mich vielleicht jemand mal zurückruft, ne? Sonst bleibe ich hier einfach stehen. Oder die sind hochgefahren. Ich habe denen ja gesagt, das ist ein P1. Wem gehört denn der überhaupt? Das würde mich jetzt interessieren. Wahrscheinlich steige ich jetzt aus dem Auto aus und da fährt jetzt jemand wahrscheinlich mit 100 km/h an mir vorbei. Aber es juckt mich jetzt gerade nicht. Wem gehört denn das Kennzeichen? Ja, klar, natürlich, aber ich war... Morris beschreibt. Steig dich mal an, Digga. So, ja, Kofferraum ist hinten, wo der Motor ist. 1050. Das heißt Unfall, ne? Jetzt steht er da halt offen, ne? Matze! Wem gehört das Kennzeichen 1050? Wer hat hier komplett vergeigt vorhin? Danny Smith! Gut gemacht, Danny. Ich glaube, ich muss mir jetzt einen Schlüssel klauen, weil sonst... Unkaputtbar, einmal gegen eine Laterne in echt und das Ding ist für die Tonne. Ein Crownwick? Nee, oder? Die Dinger fahren doch hunderttausende Kilometer. Das Ding in echt, vor allem mit so einer Rambo? Glaube ich nicht. Ich glaube, wir reden da gerade von einem Ferrari oder so. Da fast gegen eine Laterne. Bist bankrott und das Auto ist Schrott. Ja, wo sind die Mechs? Wo sind sie? Anrufen. Straßensperre machen, Matze. All Homeland. Selbst die Feuerwehr. Ja Mensch, selbst die Feuerwehr ist schneller da. Dach. 86. Sag ich mir. 92. Ich dürfte ihn eigentlich rausziehen, ne? Mach ich nicht. Es gibt, ich glaube, wenn ich den F-Dealer anhalt, ein schlechtes Karma. Ah. Das F-Dealer hat... Aber der chillt sich auf dem Hauptplatz. Jetzt reicht's. Fürs schlechte Karma. Macht denn der am Hauptplatz? Den F-Dealer anhalten, das wollte ich schon immer mal machen. Wunderschönen guten Tag. Das ist mein Führerschein für mich. Ja, natürlich. Das ist jetzt aber nicht der P1 von vorhin, oder? Jetzt fress ich einen Besen. Herr Vogel, dankeschön. Sie waren ein bisschen schnell, Herr Vogel. Ohne Warnlicht, ohne nix. 92, wo 80 ist. Okay. Ich lasse es einmal bei einer Verwarnung, okay? Führerschein kriegst zurück. Aber beim nächsten Mal achten Sie auf Ihr Tempo. Mitgemacht. Gut. Schönen Abend. Danke sehr. Schönen Dienst. Vielen Dankeschön und liebe Grüße an die liebe Fiona.
So. Der B1 steht da hinten immer noch lonely. Lonely. I'm so lonely. Wir gehen dem jetzt auf den Grund, was da mit dem Mechaniker los ist. Entweder da ist die Bude randvoll. Geht das jetzt wirklich schon? Hoffe, die sind nicht so und waren da hoch. Das wäre ja echt. Da gehen wir mal zu den Mechs schauen. Also entweder die sind gerade voll beschäftigt in der Werkstatt oder außerhalb. Oder sie haben gerade Besprechung. Der Crown Vic ist einer der letzten Body-on-Frame-Fahrzeuge. Er ist sehr robust und für Pitmanöver gezüchtet worden. Das denke ich mir nämlich. Da wird. Ja, die stehen. Die Werkstatt ist zu. Arbeiten da drin. Haben keinen Bock zum Rausfahren. Ja. Er hat schon Wissen. Aber die chillen alle da drin in der Werkstatt und einer arbeitet. Mensch, Meier. So. Wann 3-0 kommt, morgen. Also ich finde, was ist deiner Meinung nach das schlechteste Kopffahrzeug? Diese eine Corvette da. Die ist echt schlecht. Also ich bin, was Fahrzeuge angeht, eigentlich echt, wie soll man sagen, echt leicht zu beeindrucken. Aber der ist halt wirklich nur von schlechten Eltern. Ja, LAPD? Einen wunderschönen guten Tag. Ich würde den P1 abholen. Ja. Ich bin von dem Mechaniker. Ja. Mach mich auf den Weg. Ist schon jemand vor Ort? Ich warte dort. Bin da. Alles klar. Ich bin unterwegs. Jawohl, ist in der Unterführung, also unten nicht oben. Okay, gut. Perfekt. Bis gleich. Danke für den Hinweis. Bis gleich, ciao. Irgendwie angehört wie Cedric. Staff 1 besetzt am West Highway Anleger bei Palito ein Boot. Informativ. Und gegen die Laterne. Perfekt. Lincoln 50 mit einer Verkehrsanhaltung mit 3204. Mit einem Porsche 911 Kennzeichen ist LD. Abstand 911 TS. Leonie Dolor angemeldet, versichert. Guten Tag, Frau Dolor. Grüß Sie. Hallo. Ja, bitte den Führerschein. Ja. Dankeschön, Frau Dolor. Was konnte jetzt gerade die Laterne dafür? Ich habe vergessen zu bremsen. Oh wei, das ist schlecht. Gut. Ich habe sie ein bisschen zu schnell gemessen, 113, gell, im 80er. Ich habe sie da ein bisschen zu spät gesehen. Ja. Sollten ja auch nicht, wenn ich nicht da wäre, 80 fahren, gell? Das ist in einer Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber gut, Führerschein kriegen sie zurück. Ich stelle ihnen ein Bußgeld aus. Und da kann ich kein Auge zudrücken, weil da sind wir schon über 30 drüber. Das können wir bitte bezahlen und dann können sie auch wieder weiterfahren. Yep. Gut, wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und fahren Sie langsam. Ja, vor allem vorsichtig. Ich. Ebenfalls. Wiederschauen. Tschüss. Dachte mir schon, die fährt jetzt aber auch rein hinten. Vielleicht hat sie da auch dann vergessen zu bremsen. Wobei muss sie ja nicht, weil da darf sie nicht vergessen, Gas zu geben. Das ist die neue geheime Blitzerposition. Die hat mich gerade auch nicht gesehen. Das ist so undercover. Die glauben, hier steht einfach ein kaputtes BD-Auto. Dabei bin ich. Anime, danke für 2 Euro. Du hast meine erste Spende nicht vorgelesen. Danke für 99 Cent, lieber Anime. Ich habe dafür dein VIP. Stimmt. Habe ich nicht. Jack Ben 1982, danke für 1 Euro. Dankeschön. So, dann warten wir noch kurz auf die Mechs. Schauen wir mal. Jetzt kommt der Kollege. 1050. Am Strand. Komm mal zu dir. Am West Highway am Strand hat es einen Zacht, der Arme. Ist er über einen Stein gefahren. Oder über eine Krabbe. Hat den Reifen aufgeschlitzt. So krrr, krab. Dann hat es ihn überschlagen.
Ich und meine Vorstellungen. Deputy 2 und Deputy 1 ergeben Command 1, Command 1 Terminate. Abgehoben. Abgehoben. Was bitte was? Denn? Ist da gerade ein viel zu schnelles Motorrad über den Hauptplatz gefahren? Ja, ich glaube schon Richtung Pillbox, falls jemand gerade dort irgendwo ist. Er war richtig schnell. Das wird nicht interessant. Also ich finde es super. Es hat keinen interessiert, dass da ein Motorrad gerade viel zu schnell war. Leider hat mein Blitzer nicht bis dahin drin geschossen. Aha, da ist ein Mechaniker. Wo fährt er denn hin? Okay. Fährt der Mechaniker hin? Hä? Ich hoffe, der fährt jetzt woanders hin und ist nicht fair fahren, gell? Was? Was zum Geier? Okay, das ist jetzt ein Einsatz. Boah, es hätte nicht gereicht. Ah, da hinten kommt er, ne? Das ist ein anderer. Okay. Wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. So, der P1 hier hört einmal auf den Abschlepphof, bitte. Alles klar. Schnell und unkompliziert. Schönen okay. Abend noch. Danke, gleichfalls. Da hinten war ein Motorrad. Ja, glaube ich, habe hier gerade einen Motorrad-Sound gehört, oder? Was ist dann die Bobby Speed? Die Bobby Speed ist ein Bobby Car als High Speed Unit. Ein absolutes Traumauto. Mit dem kannst du mich durch jede Gasse jagen. Ich hab grün. Ich darf fahren. Gibt's bei 3.0 mehr Motorräder? Ist nur 3 oder so ist langweilig. Bei uns gibt's jetzt schon über 30 oder 40 Motorräder. Woher hast du die Zahl, dass es nur 3 Motorräder gibt? Das liegt einfach nur daran, dass nur 3 gefahren werden, aber geben du uns irgendwie 30 Stück oder so oder 40? Pavel, X-Killer Pavel, dankeschön. Das ist doch der, oder? Front, away. Der anhält, ist eine Frage. Lincoln 15, Verkehrsanhaltung bei 3209 mit einem Motorrad. Kennzeichen ist 2 Fast, Abstand 4U. Charles ist mir lange angemeldet, versichert. Charles. Wunderschönen guten Tag. Moin. Herr Miller. So, das Fahrzeug ist hier angemeldet, das haben wir schon gecheckt. Sie haben auch einen Motorradführerschein. Sie sind nur sehr schnell unterwegs. Ja. Ich habe Sie vorhin, glaube ich, schon gesehen, wo Sie hier von Richtung Süden in Richtung Norden schon ziemlich schnell war. Aber diesmal habe ich einen Messwert, 120. Mhm. Das ist 40 km/h drüber. Wieso fahren Sie so schnell? Ist doch lebensgefährlich für Sie und Ihre anderen Mitbürger. Ja, es macht Spaß, so schnell zu fahren. Das können sie auf der Rennstrecke auch machen, guter Tipp. Da können sie auch 300 fahren, wenn sie ihnen taugt. Oder tun es keinem weder mit, außer sich selber. Wie wär's damit? Ja, kann ich mal ausprobieren. Machen's das. Ja, auf dem Nürburgring einfach mal fahren. Bitteschön. Das gilt dann zu bezahlen. Dann können sie weiterfahren. Westen Richtung Rennstrecke. Ja, wenn sie gerade eine Bleihand haben. Mhm. Gut. Schönen Abend noch. Guten Dienst. Danke. Verkehrsanhaltung beendet. Ein Homeland Bobby Car. Für Matze. Damit Matze dann mal richtig ausrasten kann. Matze. Jetzt fährt ein Bobby Car. Plötzlich vor Matze schreit ein Bobby Car an. Das wäre einfach zu gut.
Bird and Biking, dankeschön fürs VIP werden. Bird and Biking. Stimmt, wo startet eigentlich das andere Rennen? Moment, Race Tablet schon, das startet ja auch schon immerhin in 20 Minuten. Ich fahr da mal hin. Es ist so ruhig gerade. Ist ja auch gut so. Gut so. Es muss nicht immer viel los sein. So, um Spaß zu haben. Warte auf Bobby Car, ja, das wär's. Bei der Postleitzahl 7058 mit dem Audi RS6. Endlich kommen wir zum Tank. Mit dem Kennzeichen Avant Leer RS. Ein Homeland Bobbycar. Die Ruhe vor dem Sturm, ich weiß nicht. Es ist Freitag. Also Freitag ist eigentlich Tendenz meistens eher ruhig. Aber muss ja nichts heißen. Kann ja sein, dass heute noch was passiert. Vielleicht wird auch das Straßenrennen oder so ein Highlight. I don't know. Aber auch mal ruhiger Dienst ist auch mal angenehm. Vor allem, wenn man mal so wirklich nur Streife daddeln will und einfach mal so ein bisschen chillen, aber trotzdem hier, neues Dispatch. Vielleicht ist das was ja für mich. Larry ist echter Streifenpolizist. Ah. Das fahre ich mal zum Straßen. Die Mechaniker bräuchten eine Absicherung. Vom Highway bis zum Flugzeugfriedhof. Sind Highway Patrols da? Ja, welches Fettenzern übernimmt das? Einfach. Er wollen könnte ein Bobbycar werden. Einfach nur, da sitzt nicht drauf, so kleine mit dem Rotor. Grüße. Ja, es kommen immer mehr Leute. Das heißt schon mal potenzielle High-Speed-Units. Hobbs ist ja auch ein High-Speed-Unit. Aber Hobbs befindet sich, der setzt sich lieber aufs Dach, statt dass auf der Straße ist. Also wortwörtlich auf dem Dach. War jetzt einfach wirklich einmal provokant durch. Da schon Leute sind. Ihm müsste das Rennen starten. Wann müsste das starten? Eine King Unit gerade verfügbar. King 31. An der Position geht in circa 15 Minuten. Na, 20 Minuten geht ein Rennen los. Um $66.000. Ja, dann fahre ich Position, nehme ich mal daneben. Bin gerade durchgefahren, noch ist nichts da, aber wenn da was los ist, sollte dann gleich Alarm schlagen. Und sonst dann, wenn bis zum Start nichts los ist, dann hochrücken nach Palito zum anderen Rennen, zum Großen. Hat aber auch trotzdem mal die Gegend, vielleicht verstecken sich ja da schon Leute. Bisschen hier in die Hinterhöfe rein. Für was habe ich eine Ramba? Also das ist wieder so eine bodenlose Gasse, wo wieder nicht. Man kann außen rumfahren. So ein Ding ist das. Der Audi, der fährt sicher da vorne vorbei. Bist du das in dem Audi? Positiv. Ah, den vor. Positioniere mich da mal hin und beobachte mal ein bisschen. Ein Viertel vom Aufsetzen ist geschafft. Ach du Scheiße.
Hawaii 5, oh, dankeschön für 5 Euro für den Server. Warte mal, das notiere ich mir hier irgendwo. Stillen, heimlichen. Machen wir eine virtuelle Notiz. Ich habe gerade keinen Stift da. Mal kurz. Editor. Hawaii. 5-0. Ich habe immer am Anfang, wo ich die Serie noch nicht kann, habe ich immer Hawaii 5-0 gelesen. Bis die Leute gekommen sind, kann man sowas machen. Die, was ich mir immer frage, ist, werden die Rennen erstellt von jemandem oder macht das, der Computer selber? Weil immer dieselben Rennen ausgewählt werden. Das Preisgeld ist immer anders und der Steller ist anonym. Aber ich habe das noch nie richtig verstanden, wann und wer das immer erstellt. Hero Danny, Dankeschön für 5,99. Deine Streams sind immer echt schön und unterhaltsam. Weiter so. Sogar einen großen Respekt an die Spieler auf diesem Server. Ja, die Spieler machen den Server aus, ne? Nicht wir als PL oder so, sondern die Community macht den Server aus. Deswegen. Ja. Das ist das Skript. Ah. Okay. Ich dachte nämlich schon, das können Spieler so privat erstellen. Das wäre nämlich geil. Wenn Spieler da das machen könnten. Finde ich. Wäre auch immer unterschiedlich, aber dann wird das mit dem Randomizer und so gemacht werden. Ach, da steht unsere King. Da steht unsere King-Unit. Kollege mit dem Chromic, hast du mich gesehen eben? Hab ich. Na, check. In der Nische da hinten drin am Parkplatz. Check, Scheißplatz also. Okay, okay. Das habe ich zum Beispiel wieder nicht gewusst, dass das automatisch erstellt wird. Da feiere ich trotzdem. Aber cool, dass das so durch so jemanden wie ein Kuhlberg dann so ein bisschen antrieben wird, dass die Leute da ein bisschen Autorennen fahren. Was ich nochmal fühlen würde, wäre, wenn nochmal nicht so ein Hypercar-Rennen wäre. Habe ich eh schon gesagt, ne? Wenn das mal ein bisschen. Wenn das mal so normale Autos genutzt werden. Lustig wäre da so eine Garage, wo du reinfahren könntest. Machen wir wieder einen Tankstopp. Das Rennen sollte um 19:57 Uhr sollte es starten. Deswegen hat der Kuhlberg, ich dachte nämlich immer, der Kuhlberg erstellt die, aber ich habe mir immer gedacht, woher hat der so viel Geld? A, und B, wieso macht er drei Rennen in so mit 10 Minuten Abstand, das macht ja keinen Sinn. Hallo und das wird eine Da hinten irgendwo eine Tanke? Nein, gell? Ich fahr mal kurz zu einer Tankstelle. Dann nehmen wir die Grove mit, in die Hood. Das mag ich am Crown Vic, dass der so viel Tank hat. Also relativ. Im Gegensatz zu den anderen Autos. Aber letztens kam mir auch ein Vorschlag, dass man allgemein die Tankfüllungen ein bisschen erhöht. Für 3.0. Hätte ich persönlich nichts dagegen. So, wenn man sie einfach ein bisschen erhöht. Sodass Verfolgungsjagd noch ein bisschen länger gehen können und so, ne? Dass der Tank halt, sagen wir so, 30-40% mehr hält bei den Autos so im Durchschnitt. Wäre schon cool. Eine coole Idee eigentlich. So dass du nicht dauerhaft so an der Nabelschnur hängst. So, wir sind wieder full. Wieder weiter auf Inspektion gehen. Vielleicht treffen wir auch irgendjemanden, der gerade auf dem Weg zum Rennen ist und das da auch ein bisschen Eiling hat. Aktuell kannst du 14 Minuten fahren mit einem Tank. Im Durchschnitt, ne? Manche Autos mehr, manche weniger.
Hashtag mehr Saft. Mehr Saft für Autos. Aber die Idee grundsätzlich finde ich eigentlich cool. Servus. Was hältst du vom Benzin? Ich brauche Öl für Gasolin. Exklusiv wie Terpentin. Viel Oktan und frei von Blei. Einen Kraftstoff wie Benzin. Ja, wäre lustig, wenn sich da Leute finden würden. So ein JDM-Rennen oder so. Das wäre, finde ich, mein Highlight. Das sind alles Autos. Außer die Supra. Die Supra ist echt stark. Also die ist gut und schnell. Bin ich drauf gekommen. Aber werde ich mal den Vorschlag werde ich mal kurz bringen, weil der Rest ist eigentlich eh nur in einer Handling-Line zum Ändern. Und weil da kannst du das mit dem Tank regulieren. Aber die Idee grundsätzlich finde ich eigentlich total geil. Das ist auch einmal so Verfolgungsjagden sind, die dann länger gehen würden oder auch einmal ein Auto verwendet wird und das dann dafür halt vielleicht für eine halbe Stunde oder so. Das ist schon geil. Ist aber noch nichts los, also in 10 Minuten erst. Ich will nur nicht so viel Tank verfahren. Bin ich in der Berlin schon? Klingel zu den 9, Black 10, 8 in der City, wir müssen auffordern. Kann ich da mit dem Handy drüber spicken? Ja! Funktioniert. Hey! Yeah. Jackpot. Oh. Fahrrad mit dem Skateboard verfolgt. Alter, das war noch Zeit. Könnt ihr euch noch erinnern? Was mit dem Skateboard abgehauen sind, von Montchilliard runtergesprungen, 100 Meter, haben überlebt. Weil Skateboard hatte ich einfach zu Arnold Schwarzenegger gemacht. Könnt ihr euch noch erinnern? Das war noch die wilden Zeit. Da waren noch die wilden Kerle unterwegs. Das war schon wild. Links, ich sehe mit frei, kann ich was ins Oceans abholen? Ja, links hat ihn nein, ist auf dem Weg. Ja, dann fahr. Der hat sich gar nicht gut angehört, habt's. Hat ihn Tensor mit 6 Oceans, Verlicker Center. Hast du gehört? Der hat sich echt nicht gesund angehört. Ja. Staff 1 für Command 1. Staff 1 hört. Ja, frage mal deinen Teampartner, ob er nachher gegen 22:30 kurz mal Zeit hat für ein paar Minuten. Wie damals bei der Nationalbank, 2 Tage später im Regelwerk verfolgen mit Skateboard verboten. Der Blick dann von den RLO-Leuten genauso. Er hat es selber getan. Okay. Ich war gerade am Telefon. Ja, mach ich. Ja, check, dann mach ich den Termin. Na, links, fix the tree. Wir bräuchten mal, maybe einer heißt wieder im Auto. Wahrscheinlich ist die Frau Taurus mal wieder ohne Führerschein gefahren. Wie, Frau Taurus? Wie heißt die? Frau Taurus? Frau Taurus? Ich glaube, die jetzige Highspeed ist gebunden im Transport. Ja, guck mal, du kommt mal dazu. Erster Stream, kurz. Winkel 27, Sam, schön am Durch. Einfach mit dem Fahrrad verfolgen, was braucht man Highspeed? Meinst du, die Jungs reißt euch zusammen? Der Kollege ist zwar komplett wasted. Torres. Okay. Torres. Torres! Erinnert mich an. Fernando Torres, der Fußballer. Damals EM, der Lupfer. Torres!
Und in Spanien reden. Okay. So. 7 Minuten sollte dann Rennen starten. Das ist gerade aktuell das Beste, was wir irgendwie machen können. Er macht nichts. Also da von der Position habe ich auch absolut den Überblick. Hey. Transport. Was ich am meisten gefeiert habe bis jetzt von dir, Marco, war das mit dem Lieferwagen, wo du mit da entgegenkommen bist. Das war... Das war die Straße hier. Da bin ich gefahren und du bist mir mit einem weißen Lieferwagen entgegengekommen. Bist dann hier auf dem Highway hochbogen. Das werde ich niemals vergessen. Und ich habe mich so gefragt, what the fuck? Wer zur Hölle fährt mit einem fucking Lieferwagen weg? Check und los. Denk mal so, what? Und dann Marco nachher so, boah, Junge, heute für den Nationalbank macht mir einen Lieferwagen. Ja, wir sind beim Bus und Command One, wir fahren weiter runter Richtung 4. Ich stelle mich oben ins Parkhaus. Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Waffel nicht. Aber eine Waffel muss man doch brechen. Soll ich dorthin fahren und fragen, weil, ob ich die Waffel dann als ein Ganzer verschlucken soll, weil ich sie nicht brechen kann? Davon besetzt Airborne. Das ist aber ziemlich beunruhigend. Ich glaube, damit wäre ich mit einem Arschtritt vom Gelände gehaut. Direkt ermordet. Wenn ich das fragen würde. Das muss Anfang 2.0 gewesen sein, weil da haben alle noch richtig gegrindet. Wobei, oder so Mitte 2.0, I don't know. Weil am Anfang haben alle geschwitzt. Aber dann später ist immer, das ist der Kollege, später ist dann immer lustiger geworden. Dann war er wirklich halt so ein Fahrschulauto, Putzmaschine und so eine Kacke. Aber ich freue mich halt echt schon auf 3.0. 2.0 ist schon so ein bisschen, wie soll man sagen, es ist auf dem Weg zum Einschlafen. So. Es ist halt schon, das meiste ist schon gemacht, das meiste ist schon erkundigt, die Leute haben schon alles. Das wiederholt sich halt immer wieder. Auf 3.0 wird halt Next Level, da wird halt alles neu werden und alles so viel besser und ja, massives Upgrade halt. Und man kann den Server halt laufend wieder am Leben erhalten, sprich man kann wieder Updates bringen, was die Leute dann wieder weiterhin motiviert. So, ja, da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich wirklich schon extrem drauf auf 3.0. Air One 10-8, 19:54 Uhr. Ja, die Air One, gemütlich rein. Geht schon. Theoretisch könntest du aber richtig geil Geld farmen, ne? Kümmert sich keiner um das Rennen, meldest dich da an, fährst das Rennen ab im Tempomat. Keiner checkt so, dass du das Rennen gerade fährst. Und, ja. Dann könntest du dir schnell und easy 66k verdienen. Oder 140k? 142k. Easy. Was meinst du, wie lang circa noch? Morgen fertig, definitiv. Wie weit ist 3.0, so dass es morgen fertig ist? Ach, übermorgen. Mich verdammt. Muss noch ein paar Handlings machen. Standardantwort. Aber ich habe gehört, Kurt hat letztens im Stream ein bisschen was gezeigt, ne? Da konnte er es nicht lassen. Da war er schon zu aufgeregt. So. Ich glaube, das Straßenrennen, das ist... Ich glaube, das fährt keiner. Ich glaube, die meisten bereiten sich vor auf das für 20:29 Uhr war es, glaube ich, gell? Da passiert nichts. Also da kommen jetzt immer noch in die letzten 2 Minuten, aber die meisten warten ja schon. Ich glaube, das Ding können wir absagen. Schade, das sind eigentlich free 66k. So viel zu Anfang 23. Ja, Bro, was soll man sagen? Soll man sagen, so ist das Leben, ne? Aber Tim...
Hättest du es Anfang 23 geschafft? Wenn ja, dann bewirb dich im Team. Dann schaffst du es vielleicht noch bis Anfang 23, wenn du uns jetzt hilfst. So. 2 Minuten hat's noch. Ah. Schade, dass da wirklich sich nicht wenigstens einer hinstellt. Einen Prius. Das Überschlagskript. Ah. Das ist geil, ja. Das ist das Skript, ja, das Wendeskript ist geil, ja, ja. Safe. Eigenkreation. Wieso hast du den Heckblitzer nicht an? Ich hasse den Heckblitzer, Alter, der stört mich. Der hat mich noch nie. Der hat mich noch nie wirklich beruhigt. Kein Straßenrennen hier heute. Command 2-10-6, siehst du, wo ihr für Safe Prison mit einem schwarzen Tahoe kennst, ein USSS, Leerzeilen 01. Wir fahren einfach mal Speedy intern Rennen, 66K, easy. CJ, sag was dazu. CJ, wir müssen jetzt mal die 10 Likes schaffen. Komm, hip hip! Alle mal hier den CJ rufen. Was geht, Habibi? Komm, rein hier in die Lunte. So, dass da mal wieder ein bisschen Party steigt, Mensch, Malaka. Komm rein hier. Danke für den Support bis jetzt. Ihr seid die Besten. Kuss geht raus. An der Stelle. Gudi. Ja, Freunde. Rainer, die können wir abblasen. King Unit, wir können... Du kannst weiter hochziehen nach Palito und dort inspekten. Ah, check. Also, es Rainer. Sekunden haben die Leute noch Zeit, hier teilzunehmen. Ich stelle mich da jetzt richtig provokant so hin und warte. Ah. Insgeheim arbeiten sie an GTA 6. Warum sagst du das so? Du sollst das nicht sagen. Herrgott. RLO 3.0 ist GTA 6. Und da sind schon heftige Leaks gemacht worden. Es gibt einen weiblichen Char. Oh mein Gott. Eine BB ist von der King-Einheit. Ah, 10 vor. Gut, das Rennen war ein, das Rennen war ein reiner Reinfall. Macht keiner Rennen, oder? Negativ, deswegen ziehe ich ab. Ich fahre jetzt Richtung Palito hoch. 10 vor. 7.30, der wird auch 10.76. Schlechtes Karma schon bekommen, dafür, dass du mich angehalten hast, das Def Dealer. Ja, das Rennen gerade war ein Flop. Ich bin da gerade umsonst gestanden. Mich. Ey. Bruder. Das heißt, der wird mit Frage, wie viele Highspeeds haben wir jetzt greifbar für das Rennen oben? Lincoln. Ja, 1 und 2, die besetzen können. Lincoln 15 könnte noch umsteigen im Notfall. Link 63 im Traffic. Über den Daumen würde ich sagen, wenn ich ins Militär gucke, müssten es vielleicht 6 sein, die wir besetzen können. Bedenkt aber bitte auch, dass wir einen Schreibendienst aufrechterhalten müssen. 12 Teilnehmer. Das war letztes Mal. Nicht jetzt. Jetzt müssen wir erst einmal erkundigen, wie viele wirklich Teilnehmern. Wenn Leute teilnehmen. Es wird mal wirklich kein P1-Geschwitzer da oben. Die Leute sollen mal abbauen mit dem Einrad. What are you doing? Entschuldigung. Alles gut, fahren Sie weiter. Okay, dankeschön. Der lacht schon, Alter. Die Kombi hat geil ausgeschaut. Dieses schwarze Dach, weißer Lambo, blauer Unterboden. Habe ich schon gefühlt. War schon geil. So. Wesel könnte bei dem Rennen mit dem Lieferwagen mitmachen. Das wäre geil. Stehst auf einmal dort so, Lieferwagen. Ist schon mal aufgefallen, dass hier eine Kirche ist?
Sehe ich gerade zum ersten Mal. Wir kommen wieder auf den sozialen Brennpunkt. Familien im Brennpunkt wird hier gedreht. Hat man sich laut Erzählungen hier geben lassen. Immer einen Blick auch in den Hinterhof von der Pizzeria werfen. Ah ja. Steht schon weißer bei 1. Das ist bestimmt Edin. Spaß. Drogenhändler ist nix. Die chillen am Hauptplatz und führen irgendwelche Selbstgespräche. Wie ist denn die gute Dame nochmal? Torres. Dispatch. Stell mich auf die Sperrlinie. Das ist jetzt ein Parkplatz, ich hab's umfunktioniert. Okay, nur ein Charger, der abholbereit ist. Oben fährt irgendwo eine Supra. Oder irgendwas Lautes. Da vorne ist sie. Oh, habe ich gute Ohren. Fährt da unten ins Penthouse, schau. Gott. Grüß Gott, hallo. Nur ein Führerschein für mich? Natürlich. Bitteschön. Warten Sie. Darf ich ihn kurz aus meinem Auto rausholen? Natürlich. Single 15 ja. Verkehrsanhaltung in der Tiefgarage vom Penthouse. Postleitzahl 3201. Sehr schön. Dankeschön, Herr Kowalski. Jawohl. Kennzeichen ist Elch. Genau. Bestes Kennzeichen. So, gut. Dankeschön, Herr Kowalski. Dankeschön. Nico Kowalski, zugelassen Passagier. Deswegen halten Sie uns an, wenn ich fragen darf. Allgemeine Verkehrskontrolle. Ach so, ja, okay. Sind Sie der Besitzer dieser Garage? Gefahren. Wie bitte? Sind Sie der Besitzer dieser Garage? Nee, einem Kollegen von mir. Der hat mir die Erlaubnis gegeben, dass ich ab und zu mal parken darf. Alles klar. Okay. Gut. Super. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Tschüss. Wiederschauen. Personalhaltung beendet. Das war jetzt aber auch mutig, ne, von mir hier reinzufahren. Die hätten mich da drin, das wäre eigentlich gefundenes Fressen gewesen. Mit Geiselnahme. Michael, danke für 10 Euro. Anton, was sagst du zu... Was steht da? Edward 10 mit der Bitch an eine freie City-Einheit mit Offroader. Bitte mal auf Catalina Streife fahren. Was sagst du zu System of a Down? Die richtig geile Band. Ich liebe System of a Down. Wir fahren mal hoch ins Ocean, ziehen uns mal Privatkleidung an und gucken mal, wo Fort Torres da rumschwimmt. Da geht eine Frau mitten auf der Straße. Ich vom Ocean, aber ich habe noch einen Termin im Schwimmen. Hey Junge! Was? Ja, wo ist ich die gerade verbieselt? Ja, die kommt gerade raus. Na, er hat sich was. Warte ich noch kurz. Ach, die Frau. Die ist aber, glaube ich, im Rollstuhl. Ich glaube kaum, dass sie fahren wird. Check, die hatte dann noch wen mit dabei. Position negativ. Jupp, nee, ist negativ. Okay, die Frau Torres. Die Frau Torres ist im Rollstuhl. Kein Führerschein, Flüchtling für uns. Über den Link hinter den dann einmal den Kollegen mitnehmen und dann anschließend auf Catalina fahren. Kein Frau, danke. Könnt ihr auch die R1 rüberfliegen jetzt auf Catalina? Ja, die Situation um am Ausschusscode vor. Wir drücken wieder alle ab. Ja, Tänzer. Was dringend benötigt, wir können ja auch die R1 über Catalina fliegen. Ja, dringend benötigt nicht. Air One liegt nämlich Catalina nicht an und lässt das eine City-Einer dann machen. Ja, dann vor. War nur eine Idee. Ich dachte, da vorne stand irgendwie ein Auto. Das war doch ein kopfloses Auto. Ich fahr mal zum Casino.
Vielleicht finden wir dort jemanden, der auf der Fahndung steht. Stimmt, ich mache mir mal einen Überblick über Leute, die auf der Fahndung stehen. Wer ist alles auf der Fahndung? Richard Gray, William Donald, Niam Bukhari, Seth Underwood, ohne Wort, Sam Wagner, Maxim Romanov, unglaublich, und Danny Smith. Wir benötigen eine freie City-Einheit an dieser Position. Da ist ein Testwagen vom Autohaus mit überhöhter Geschwindigkeit gewesen. Ja, ich responde. Mit Rotlichtverstoß gemessen mit 110 aus der R1 und Rotlichtverstoß. Fahrtrichtung? Tankt jetzt gerade direkt an dieser Tankstelle hier. Check Command 1, kommt mal mit dazu. Ja, Lincoln 15 auch, 300 Meter. Ja, wir kommen aus westlicher Richtung. Grüß Sie. Na, hallo. Machen Sie mal einen Motor aus und steigen Sie mal bitte aus dem Fahrzeug. 110, Tempo. Naja, nee, es gibt Führerschein nochmal bitte. Ach, Herr Miller. Gut. Folgendes. Sie wurden geblitzt mit 110. Sie waren zu schnell, haben immer einige Rotlichtverstöße und Stoppschilder missachtet. Okay. Klär das noch einmal ganz kurz genau. Also was waren jetzt, wie viele Rotlichtverstöße, beziehungsweise 110 war er drüber, ne? Und durch Stoppschilder auch, oder wie? 110 drüber und, also zwei Ampeln müssten das gewesen sein, auf jeden Fall, die er so überfahren hat. Okay. Wir haben Rotlichtverstoß. Sammelrechnung machen wir gerade aus. Sammeln 5K gerade aus, ist mir jetzt wurscht. Gut. Das heißt zweimal Rotlichtverstoß, einmal 110 km/h, ja. Das heißt drüber 30. Ich mache Ihnen eine Sammelrechnung, $5,000 Strafe, Bußgeld. Ja, okay. Das ist Ihr Probefahrzeug vom Autohaus? Ja. Gut. Sozialarbeit direkt in den Knast. Verdrückt. Sorry, Bro. Bitteschön, das einmal bezahlen und dann können Sie weiterfahren. Dankeschön. 30 David 1097 Morrow Bay. Schönen Abend. Ebenfalls, tschüss. Ist das informativ 1012 Mission? Verkehrsanhaltung beendet. Bitteschön. Mentor, danke. Nutze ich gleich direkt hier tanken, wenn man schon hier an der Tanke ist, oder? Tanken an der Tanke. Danke. Command 2 mit dem 1086 auf dem Easter Way, Fahrtrichtung statt einwärts mit P1 mit dem Kennzeichen. P1. Benaco. Nee, die fahren sich jetzt zum Straßenrennen hoch. Street wollte eigentlich die Rechnung haben. 10-4, danke. Das da vorne ist ein Kopfloser. Steht auf dem Fahrradweg. Der Bengel. Mhm. Geh. Yeah. R1 hat jemanden. War auch ein cooler Einsatz gerade. R1 hat jemanden geblitzt. Direkt hochgenommen. Keiner ist sicher vom LAPD. Ich bin jetzt da nur gespannt, was bei dem Rennen sein wird. Bin ich ganz ehrlich, Freunde. Für seine Haartransplantation. Er wird immer Caillou bleiben. Front closing. Da haben wir einen Golf. Anhalten!
England 15 mit einer Vergessenhaltung bei 32.09 mit einem VW GTI. Kennzeichen TOK, also leer 742. Scott Randall angemeldet, versichert. Scott Randall. Wunderschönen guten Abend. Servus. Was? Hallo? Hören Sie mich? Come on, 2-10-96-1. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich höre Sie, ja. Ah, perfekt. Wie kann ich Ihnen helfen? Einen Führerschein hätte ich mal bitte gerne. Einen Augenblick. Darth Vader geworden. Okay. Können Sie mal das Fahrzeug verlassen? Natürlich. So. Ja. Drehen Sie sich einmal bitte mit dem Rücken zu mir. Ungern, aber wenn es sein muss. Sie haben keinen gültigen Führerschein dabei. Oha. Oder? So. Jetzt mal kurz. Ja, ich habe hier eine Festnahme wegen Fahren ohne Führerschein am Hauptplatz. 10-4. So. Jetzt mal. Hören Sie mich noch? Ich höre Sie, ja. Okay. Kurz. Ja. Vorsichtig, ich habe ein Messer dabei. Ja, ja. Ich glaube, ich habe gerade irgendjemanden anderen festgenommen. Ich glaube, ich habe gerade einen Admin festgenommen. So, mal kurz, ich lasse ihn mal kurz hier in Sicherheit. Ah, hier. Ja. Hi. Mhm. Sprich mal ich kurz. Ich hab's gehört, gerade gehört. Ah, okay. Wenn's danach geht. Ja, sprich mal mit ihm, dann weißt du, glaube ich, was ich meine. Ja, 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 ich weiß, ich war gerade schon da. Alles gut bei dir? Bei mir ist alles gut, ja. Okay, perfekt, super. Gut, ich kümmere mich daher drum. 96-2 Quartz, ungefähr Hörbarmarkt. So, warten Sie mal daher. Ich muss ja mal hinten ins Fahrzeug rein, gell? Ja. Arnold Kessel, angemeldet. Kopfein ziehen. Jawohl. Das Fahrzeug lassen wir abschleppen. Holen Sie das nachher bei die Mechaniker oder soll ich es auf den Abschlepphof delegieren? Dann nehmen Sie es auf den Abschlepphof. Okay. Ja, wann fliegt dann? So. Ist Biker bar? Ja, ich hatte eine falsche Position, da sind wir zu weit weg. So. Haben Sie den Führerschein schon nochmal gemacht, oder? Ich war noch davon ausgegangen, dass ich den sogar noch hab, weil ich den schon wieder gemacht hatte, weil ich hatte den mal abgegeben, ja. Ja, LAPD, Morris. Bob Strobel, Mechaniker, servus. Grüße. Ich würde mich auf den Weg machen zu ja. Dem GTI. Ja, GTI, so im Babyblau. Bitte auf den Abschlepphof. Ich werde nicht vor Ort sein zu dem Moment. Alles klar. Gut. Danke, ciao. Ciao. Warten Sie mal. Was ist denn für eine Strafe bei Fahren ohne Führerschein? Ich glaube, es ist Hauptplatz, ne?
Fahren ohne Licht. Fahren ohne Führerschein 20 Sozialstunden. Kommen wir gleich auf den Hauptplatz. Hatten Sie schon mal eine Haftstrafe in diese Richtung? Kann ich mich jetzt gar nicht so mehr dran erinnern. Folgen Sie mir mal bitte. Natürlich. Dispatch für Lincoln 69. Dispatch hört Sie. Streifen zur Unterteilung bitte. Gehen Sie bitte so. Offroad Markt ins County. 10-4. Also daher, bei Fahren ohne Führerschein müssen Sie 20 Sozialstunden leisten. Ja, das können Sie dann im Rahmen dann selber bestimmen, in welchem Rahmen Sie das dann machen. Und ja. In diesem Sinne werde ich Sie nochmal hier entfesseln. So. Ja, ich mach mal erst den Eintrag. Das Frequenz soll ich nachfragen. Wie ist der nochmal schnell? Scott? Tango Oscar Kilo Trennung 742. Scott hieß der irgendwie, oder? Nochmal wiederholen. Scott. Tango Scott. Oscar Randall Kilo war das. 742. Böses Flüchten. Gehen hinzufügen. Fahren ohne Führer. Geldstrafe war. TOK Trennung 742. 30. Na, 3000 Haftzeit ist. Scott Randall angemeldet, versichert. Informativ, letzter Dispatch, das ist der P1, der vorher nicht abschleppbar war. Scott Randall, das Auto wird abgeschleppt am Hauptplatz. Der ist wegen Fahren ohne Führerschein da bei mir, Sozialstunden. Ja, so. Ist aber, glaube ich, angenehmer als die Räuberische. Das schon. So, dann kriegen Sie. Das ist Ihr Bußgeld. Dann mache ich Ihnen die Handfesseln ab. 30 David, Link, ja, für Dispatch. Go ahead. Der FOT, hier ist. Gut, und dann stelle ich Ihnen die Strafe noch aus. Ich werde Sie nochmal durchsuchen, gell? Machen Sie nochmal bitte die Hände auseinander. Mein Crown Vic. Positiv, mit Kennzeichen 114. Wie gesagt, vorsichtig, hier rechte Seite ist das besser. 10-4. Gut. Passt. So. Air-One ist. Dann viel Erfolg dabei. Danke schön. Und daher nehmen Sie vielleicht einmal eine Hustentablette oder Lutschtablette. Das ist eben eine sehr raue Stimme. Alles klar. Okay. Also, beziehungsweise dann West. Wiederschauen. Wiedersehen. Ist umgetragen. Das ist nicht Franz. Wir würden dann nämlich zu Palito gegenfahren und da hinstellen und warten. Und Sie dort schon was beobachten oben im Palito? Ein P1, der ist aber durch Palito durchgefahren. Bisher sonst ruhig. Ja. Ich werde mich einmal nach Palito hochbegeben, falls ich dort noch schnell einen Wagen wechseln muss. Ins Mission Rose, soll ich ins Palito bitte. So, jetzt ist der Messer wieder auf Ding. Ah. Das war nicht Kurt, ich weiß, wer es war. Aber ich glaube, der hat das nicht mit Absicht oder der hat das unwissentlich gemacht. Ist jetzt auch kein Weltuntergang, so immer, aber es ist nicht gern gesehen, bei uns mit dem Voice Changer zu spielen, vor allem halt, wenn man unmaskiert ist. Das ist obviously ein Voice Changer gewesen. Aber der Herr oder der Herr, der das gemacht hat, ist ein ganz korrekter. Ihr kennt sie eh. Evo ohne Kennzeichen, bitte zwar der Einheit der Zukunft, bevor wir anhalten. Das Recon. Evo ohne Kennzeichen ist auch spannend. Und jetzt langsam weiter, Unicorn vorbei, hinten Richtung Fotostudio. Schon Black Series. 377 schafft der Crown, das ist gut.
288 sogar. Aber ja, der Motor in. Na. Jetzt wo ich aus der Stadt rausfahre, könnte sein, dass eine mögliche Verfolgungsjagd mit dem Evo ist. Geil. Hauptsache ich mache mich gerade auf dem Weg zu einem Autorennen, wo ich nicht mehr weiß, ob es stattfindet. Verdammte Axt. Solo India Bravo Trennung 888. Freunde, das war niemand, der wirklich naturell so eine tiefe Stimme hat. Ich kenne den Herrn. Ist auch hier ein aktives Mitglied hier dieses Kanals. So, ne, ist nicht. Ist nicht so. Ja, Nick Beck zugelassen. Und wir hatten mit dem schon im MRP das ein oder andere Mal zu tun. So, und das ist echt ein korrekter Dude. Und ich weiß, dass das nicht seine echte Stimme ist. Denke mal, er hat es irgendwie von vorhin noch vergessen oder was auch immer. Edward 8 für heute, den Samischen Namen noch ein paar zu hören. Aber ist jetzt nicht so. Deswegen habe ich jetzt auch nicht gleich da so einen riesen Damm drum gemacht. Ich habe halt schon den Homeland gerufen, klar, weil es ja doch keinen Sinn macht, dass man unmaskierten Voice Changer nutzt. Das ist nicht so gern gesehen ist, aber ist jetzt nicht so, dass man gleich sagt, das ist ein Riesendrama. Geil war, dass ich Matze oder irgendwen festgenommen habe. Ich glaube, Matze muss jetzt nochmal reconnecten. Oh, geil. Katalina wurde soweit abgefahren ohne Feststellung. Ich will wieder zurück in die City fahren. Ja, check. Kann passieren, darf aber nicht. Ja, aber ist trotzdem kein Weltuntergang. Das Spiel wird dann von der Verkehrsnacht wieder abrücken. Front away. Front away. Ich glaube, das ist die King Unit, oder? Ich schätze aber mal, das wird eine Highspeed-Verfolgung werden. Das würde mich echt wundern, wenn da auch niemand heute mitfährt. Davon Front away. Front away. Scheiß Radler, ich muss das jetzt echt umstellen hier auf dem Highway, das ist ja schrecklich. Ich würde über meine Frage, dieser rostige alte Traktor da auf dem Straßenverkehr öffentlich bewegt werden? Eigentlich nicht. Du musst halt gucken, hat der ein Kennzeichen dran oder hat der Licht dran? Wenn er beides nicht hat, dann nein. Na, ja, richtig aktuell ohne Licht schwierig. Der hat nicht mal Reifen dran. Ja, stimmt, dann auf gar keinen Fall. Dann vielleicht mal eine Petrol-Einheit an den. Hat sich erledigt. Wurde eingepackt. Also, das würde mich jetzt echt wundern, ne? Wenn sich dafür keiner meldet. Ich wurde gerade angekündigt, dass gleich ein Juwel starten soll. Bitte zwei Einheiten zum Juwelier mal fahren. Wem? Von der Frau Torres. Die Frau Torres im Rollstuhl. Flüchtet sie im Rollstuhl oder was vom Juve? Wäre lustig. Seit wann kündigt man an, dass man ein Juwelier macht? Gute Frage. Hat sie selbst gesagt, dass sie es machen würde, dass gleich einer stattfindet? Kurz dabei. Dispatch on Star Street. Dispatch hat? Zur Observation des Juweliers, Wechsel auf an Markt Upload. Sie wird selber nicht machen, weil sie sitzt im Rollstuhl und steht wahrscheinlich irgendwo im Ocean.
Hey, schade, dass keiner bei dem riesen Straßenrennen hier teilnimmt. Heute sind sie aber echt faul, ne? Das ist halt, wenn der Kohlberg nicht ankündigt, dass da was ist, checken es die Leute nicht. Und ich dachte wirklich, Alter, da fahren heute alle mit. Stell mich da aber auch schon so auffällig hin, aber... Lincoln 14 für Edward 10. Ja. Wir brauchen dich gleich mit deiner Highspeed. Das soll ein Rennen stattfinden in Palito. On the way. Sieht aber bis jetzt mau aus. Wann war der Rennstart nochmal? 20.29 Uhr in Palito. Okay, ich gebe Vollgas. Aber ja, schaut bis jetzt mau aus. Also, du bist vor Ort, okay. Ist keiner da gerade? Keiner da noch. King 31 ist ebenfalls dort. 30 David ebenfalls vor Ort, keine Feststellung. Ich habe jetzt mal geplant, dass wir, wenn ihr euch die Rennstrecke mal anguckt, bei Position 11 eine Highspeed haben, die dort blitzt. Ihr gebt dann vor Ort Informationen, wie Fahrzeuge, falls es startet. Und dann bei Kontrollpunkt 16 Grenzposten West Highway 2 Highspeed Units, die dort abfangen. Ja, wo ist Kontrollpunkt 11? Dann stelle ich mich da hin. Wann? Wo Kontrollpunkt 11 ist vom Rennen, dann würde ich mich da hinstellen. Todeskurve West Highway nach der Academy Richtung Palito. Check, kann kannst du auch gehen. Im Race Tablet kannst du selber die Strecke durchschauen. Ja, das war. Höhe Bootsanleger. Ja, check, ich weiß schon wo. Ich werde mich dort bei der Biker Bar reinstellen am West Highway. Ja, genau. Bis jetzt sieht es aber so aus, als ob es gar nicht stattfindet. Wollen wohl keine 144.000 verdienen. Das ist kein Geld. Lincoln 52 plus das Rip. Dachte ich schon kurz einen Motor, aber die King Unit mit ihrem Audi A6. Danke, Freunde, für die 10 Likes. Kuss. Edward 52 10 6 Mission Round, Wechselfunk 1.01. Edward 52 plus das Rip. 52 hört. Warst du das gerade mit Frau Torres in dem Juwelier? Ich bin gerade erst 10. Das Böse schläft heute. Das Böse will es halt ruhig angehen. Aber gehört auch dazu. Ey, die letzten Male PD, Alter, war ne. Puh! War eh immer. Edward 48 ist 10. Wechselfunk 1.01. Oh, das sieht heute noch eine Nullnummer aus. Eine Minute ist noch. Kann er nicht schauen, ob es zum Rennen start. Wenn du glaubst, du kannst nicht mehr, komm von irgendeinem Taxi, ja, fuck. Bei der Postleitzahl 32, okay, bei der Mercedes Maybach. Alle am Anbauen, glaube ich nicht. Ich glaube, die sind alle irgendwo am Herumsitzen und babbeln. Jake Hunter angemeldet, versichert. Ehrlich gesagt. Informativ an die Einheiten für das Rennen. Ich denke, wir können abziehen. Wir haben 29, kein Fahrzeug vor Ort. Ja, sie haben, glaube ich, 30 Sekunden Zeit zum Starten. Also, das wird nichts. Schade. Sehr schade. Da muss ich echt $143.000 durch die Lappen gehen. 44.000. King 31 first, that's free. Sad life. Keiner fährt ein Rennen heute. Das macht mich gerade traurig. Nicht mal Kohlberg. King 31, was ist das für? Hört sie? Würdest du dann gleich einmal die Observation vom Juwelier übernehmen? Ach so, also da ist eine Fahrzeugklasse vorgegeben. Ah, Fahrzeugklasse A, okay. Deswegen fahren dann nie Leute mit, die mit so einem quasi Standardauto fahren. Eine Fahrzeugklasse. Und Fahrzeugklasse A ist halt Hypercar. Jetzt verstehe ich das. Das habe ich gar nicht gewusst. Keiner hat Bock auf ein Rennen, ja. Sad. Rennen ist jetzt offiziell vorbei und ist ein Reinfall, also. Jo. So,
30 David 1076 in die City. Fahren wir zurück in die Stadt. Schauen, was es da Aufregendes gibt. In der City. Fahrzeugklassen sind meiner Meinung nach immer A. Okay. Ich kann mir nur vorstellen können, dass A halt Hypercar ist oder so. Das wäre aber geil, wenn es wirklich so Vorgaben gäbe für Rennen. Das wird übel. Das wäre übelst geil, wenn es dann wirklich mal die Leute zerlockst mit 300 km/h für ein Rennen. Aber dafür müssen sie halt mit halt wirklich JDM oder so fahren. Wäre geil. Könnte ich eventuell mit Lincoln 14 eine Adam-Einheit bilden? Irgendwann Biker. Das Radar hat vorhin bei 100, na, bei 43 km/h angeschlagen. Obwohl ich es auf 145 gesetzt habe. So eine Scheiße. Boah. Tensor. Link 14 für Dispatch. Ja. Könnt ihr den Einsatzleiter der Verfolgung übernehmen? Okay. Check ich track, ja. Ich fahr mal einfach. Command 1 lift off, Deputy 1 ist 3.7, Deputy 2 weiterhin. 149. Fahren Sie mal bitte weiter zum Beetlebox Hospital und dort dann bitte in die Einfahrt rein. Welcher Deputy ist 10-8 geblieben? Deputy 2 10-8, Deputy 1 ist 10-7. Da haben wir einen BMW-Fahrer auf der Fahrt aufgegriffen. Punkt check. Check. 40 David, 10-8, 10-9, die müssen wir auch einen Namen zusammen. Hallo. Und. Was? Lincoln 15 mit einer Verkehrsanhaltung bei 32-24 mit dem Kennzeichen DSC leer. LOL. Max Kuhlberg angemeldet, was ich. Der hat oft keinen Führerschein. Hat er wieder. Also heute. Herr Kuhlberg. Hi. Führerschein bitte. Jo. Bitteschön. Ach, noch immer. Super. Ja. Gut, wieder zu schnell. 149 im 130er. Diesmal drücke ich aber kein Auge zu. Das habe ich mir gerade gedacht. Das ist aber noch unter 20. Bis 9, unter. Also bis 29 sind 2000 Dollar. Gut, du kriegst diesmal 2000 Dollar Bußgeld. Oh, das ist so teuer. Bitteschön. Wegen 19 km/h so teuer? Ja. Bis 15 und ab 15 bis 29 ist 2000 Dollar. Oh, okay. Also nur 15 km/h zu schnell fahren. Genau, kriegst 1000 Dollar. Das ist ja super. Guti, dann fahren wir weiter. Und diesmal bitte auch wieder langsam. Führerschein bitte die Gruppe 6 die Sicherung. Ach ja. Von, State Prison. Bitteschön. Ah, danke. Ganz ungewohnt bei Ihnen. Ja, finde ich auch. Wiederschauen. Wiederschauen. Ich komme jetzt auch Hunger. Hört's mir auf mit Hunger, Freunde. Der Kuhlberg in dem BMW, vor allem das erwartest du halt auch gar nicht. Normal fahrt David, immer. David, bevor die David. Hört? Hast du eine Sekunde für mich? Ja, ich bin gleich, ich ruf dich gleich an, ja? Ja, check. Hey Marco, wie wär's mit Döner im Bierteig? Dispatch, hört. Ja, bitte uns auf freie Sondereinheit umtragen. 31 ist jetzt der 97 Jubilee und begibt sich mal die Umgebung. Informativ, bisher ist hier genau nur ein Beeinflusser rübergekommen, das ist nichts und das fließt wieder ab. Dann vor.
Ah, ich sollte. Hä? Highway. Sag mal, haben die Mechaniker denn einfach stehen lassen? Ich sehe, ist das der Wagen? Ich habe ja sogar noch einen Stück. Haben die denn da einfach jetzt... Wieder der Kuhlberg oder was? TED. Lincoln 50 mit einer Verkehrsanhaltung bei 70, 58 mit dem Kennzeichen TD leer M5. Tyler Dolo angemeldet, versichert. Das ist schon der Kuhlberg. Grüß Sie. Grüße. Wieder mal den Führerschein. Dankeschön, Herr Dolor. So, was war das für ein Verkehrsmanöver da vorhin? Kennen Sie den M5? Der bricht gerne mal aus. Das ist mir gerade passiert. Aber der Fahrer muss sein Fahrzeug doch beherrschen können. Das tue ich tatsächlich, ja. Ja. Ich unterschätze ihn meistens nur. Sind Sie denn noch nie oft gefahren, oder was? Tatsächlich ist es nicht so oft, dass ich den fahre, ja. Fahren Sie damit auf der Driftstrecke oder sonst wohin, aber lassen Sie sowas bitte im Straßenverkehr, okay? Natürlich. Gut. Wahrscheinlich können Sie wieder haben. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Wiederschauen. Gleichfalls. Ciao, ciao. Tick da um die Ecken. Verkehrsanhaltung beendet. Da haben die Mechaniker, Alter, den. Ein Döner. Alter, Marco, hör mir auf, bitte. Ich habe heute auch mal echt extrem wenig gegessen, aber es tut mir so gut, weil die letzten Tage so viel gegessen haben. Was ist jetzt mit dem scheiß B1 da? Was ist denn mit den Mechanikern? Was ist denn das? Kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr, Steinern. Sagst du den P1 abschleppen? Ja, ja, mach mal. Tomaten? Doch, Tomaten können in Döner rein, Alter. Was ist... Sia. Grüß Sie. Mechaniker Matthew, servus. Ach, Batscher, servus. Du, ach, Morris. Ich hab da vor einer halben Stunde, hatte ich einen Dispatch euch geschrieben, dass da ein P1 ohne Kennzeichen abgeschleppt gehört bei der Unterführung Hauptplatz. Der Kollege kam, das Auto wurde, weiß ich nicht, ob es abgeschleppt wurde, der Kollege kam zumindest, das Auto steht noch immer da. Hä? Mattschwarzer P1. Okay. Der Kollege kam, ich war auch noch vor Ort. Ich habe auch gesagt, bitte auf den Abschlepphof. Jetzt komme ich vielleicht dabei. Ja. Steht er noch immer hier? Okay. Ich kümmere mich persönlich drum. Ich habe den GPS mit draufgeschickt. Alles klar. Danke dir. Gerne. Ciao. Ciao, ciao. Will er mich stalken oder was? Batze! Mit seinem BMW, der schwänzelt da ein bisschen herum. Oh, der war schnell, Alter, da hinten. Tomaten sind... Ich als Kind habe ich Tomaten nicht gemocht, ne? Aber mittlerweile finde ich Tomaten einfach geil. Also nicht immer und nicht überall, aber so in so... so Wraps oder so drin fühle ich schon Tomaten. Nur nicht zu dick, sondern dünn oder halt in Würfel. Finde ich ultra geil. Aber am geilsten finde ich, sind die Cocktailtomaten. Das sind die besten. So, jetzt for real. Also Cocktailtomaten sind echt geil. So, die ganz kleinen, die du biten kannst. Aber ich finde, beim Döner gehört immer alles rein.
Also ich gehe immer Dönerbude rein. Döner meistens mild, weil scharf eher scharf vertrage ich nicht so gut leider. Obwohl es mir besser schmeckt. Also scharf schmeckt mir besser, aber ich vertrage es nicht so gut wie mild. Deswegen immer Döner mild mit allem. Und dann gehe ich halt noch her und tue ein bisschen Salz oben drauf. Ja. Weiterhin unauffällig. Und dann immer ein bisschen Salz drauf und noch so ein bisschen Chili-Pulver. Scheiß Underwood, kommt der her, komm mit dem anderen. Ich meine, du bist auf der Fahndung, Underwood. Hallo. Servus. Ich hab den eigentlich vorhin mitgenommen. Er steht noch immer hier. Nein, ich hab den mitgenommen gehabt. Ja, aber er steht noch immer da. Meister, siehst du nicht? Er steht ja noch hier. Ja, ja, ich seh's jetzt auch, aber ich hab den mitgenommen gehabt. Ich bleib jetzt hier, Alter, bis der oben ist. Ich hab den wirklich schon aufgeladen. Ja, ich glaub dir eh, aber trotzdem, ich komm da... Ich hab das ja gesehen. Ich denke, ich komme daher, sag ich, willst mich verarschen. Ja, dann schenke ich halt nochmal 5k ein. Triff den Kanal, Mann. Guter Döner braucht keine Soße. Ja, ja, stimmt. Stimmt schon. Weil wenn das Fleisch gut und saftig ist und das Gemüse dann quasi so den kühlen Teil übernimmt, so, gebe ich dir recht. Aber ich finde, so ein bisschen Soße macht dann noch so das i-Tüpfelchen. Nicht zu viel, aber so ein bisschen so. Ich würde ja Knoblauch im Döner auch irgendwie fühlen. Aber das macht keiner. Ich hätte einen Schlüssel gehabt vom Auto. Alles gut. Okay. Ja, dann einmal benutzen, bitte. Geht doch einfacher, oder? Ich finde den Typen, ich finde den sympathisch. Der macht schon so, der bringt schon so eine gute Laune mit, oder? So, geiler Typ. Zack von Verkehrsanhaltung zwischen Autohaus und... Originaler Döner wird ohne Soße gegessen, das weiß ich nicht. So deep bin ich noch nie in Döner rein. Ah ja. Gut, diesmal wieder auf dem Abschlepphof. Ja, alles klar. Ciao. Ciao. Letzter Dispatch, ein King soll zurückrufen. King 31, komm an Strom. Tempo, danke dir. Kaum wird über Essen geredet, rollt der Chat wieder. Immer so, oder? Immer so. Aber, na, grundsätzlich, ich finde trotzdem, dass so ein bisschen Soße finde ich immer nice. Aber grundsätzlich, ich würde nichts dagegen haben, wenn ich einfach einen Döner, wenn alles frisch ist und alles geil und vor allem das Fleisch geil ist und das Brot, und dann tust du einfach nur so mit ein bisschen Salz und Chiliflocken nachwürzen, würde mir auch reichen. Safe. Döner mit Spiegelei drauf. Das wäre jetzt nicht so meins, muss ich ehrlich sagen. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Ich mag Ei auch nicht so auf der Pizza. Das wäre jetzt nicht so meins. Aber wenn es dir schmeckt, Bro, alles gut. Ja. Wichtig ist einfach nur, dass man Döner in Bierteig baniert. Gell, Marco? Eine freie Anmarkteinheit, die eventuell Juwelier observieren könnte. Ja, ich komme mal, ja. Lincoln 15. Achso, Anmarkt, ich bin verwirrt. Na, komme nicht, muss ja anders. Ja, komm trotzdem. Was hast du im Juwelier? Juwelier wird observiert, weil wir die Meldung bekommen, dass er eventuell ausgeraubt werden soll. Ich müsste aber hier mal weg. Letztens der Döner, den ich selber gemacht habe, war urgeil. Ja, eine Freundin hat letztens Döner selber gemacht. Boah, der war so geil. So kam mir das auch schon, weil jetzt längere Zeit auch nichts passiert ist hier vor Ort. Ja, vielleicht war es aber auch einfach wieder lustig wie immer und hat den Kollegen verarscht. Ich fahr mal zur Nationalbank ein bisschen streifen. King 31 wechselt einmal in den Funk 4 zu den Marshals, weil die Unterstützung brauchen. Aber der war richtig geil. Der war richtig geil. Also das war der beste Homemade-Döner, den ich je gegessen habe letztens. Und morgen hat sie die Ehre, dass sie noch einen macht. Nur machen wir morgen Dürüm. Also wir machen es nicht in dem Fladenbrot drin. Und morgen machen wir so in Tortilla-Wraps.
Oder halt in Weizen-Wraps. Nicht Tortilla-Wraps, das wäre das Falsche, weil Tortilla ist ja Mais, aber Weizen. Weizen-Wraps. Ist da vorne Teil die 6Ns. In den 15 Verkehrsanhaltung bei 7016 vor der Nationalbahn mit einem weißen P1. Kennzeichen ist Seth Uwu. Nochmal bitte. Seth, also S-E-T-H und dann U-W-U. Der Stand ist angemeldet, versichert, kannst du einmal 1020 schicken und könnte eine Backup-Einheit da hinfahren. Na schön. Der für die Tour ist schon 1097. So. Ein sehr schießwilliger Mensch. Geht immer den Führerschein. Ja. Der ist auch gerade am Jubel vorbeigefahren. Was ist denn der Grund da? Da vorne kurz Powernap. So. Herr Sanchez. So korrekt? Ja. Auto ist auch auf Sie angemeldet und zugelassen, das passt. Grund der Anhaltung ist, Sie sehen hier die Fahrtrichtung Ihres Fahrzeuges. Eventuell. Ja. Ein bisschen falsch. Ja, wir sehen Sie nachher kommen. Von hier um die Kurve, genau hinter uns. Auf der Gegenspur. Nee, wenn ich kurz aussteigen darf. Können Sie es ruhig machen, ja. Ich bin von hier von der Kurve. Ja. Er fährt hier rum. Damit ich nicht erst darüber, über die Sperrenlinie und dann hierher fahre. Gut. Ich lasse es einmal bei einer Verwarnung. Ja. Alles klar. Aber nächstes Mal nehmen wir uns die richtige Richtung und fahren bitte da unten hin. Und das ist theoretisch so wie in der Einbahn. Ja, gar kein Thema. Gut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und den Führerschein kriegst du wieder. Bitte schön. Dankeschön. Wiederschauen. Ich habe keinen Eintrag gesehen. Ja, eben, aber das ist noch kein. Gestern-Haltung beendet. Dann doch, ich weiß Bescheid. Du bist hier, wann ungefähr die nächste R1 starten darf. Rennst du ja gleich um? Ja. Einfach. Servus Stoffel, du Sack! Das erste Wichtigste ist mal zum Mackie rein, Alter. Stefan Keil, danke fürs VIP werden. Kuss. Zum Mac ist. Das kann mich nicht alles reinladen. War das. Stellt euch vor, die Bestellung jetzt beim Mac ist, Alter. 5 Big Mac, 5 Chicken Burger, 5 Cheeseburger, 5 Hamburger. 5 mal die 20er Nuggets. Fuck. Und dann noch geile Mac-Pommes. That's what I'm fucking talking about. Ich war kurz überdraht, wenn du ganz Zeit hast. Wo ist denn 1020? Mission Row? Negativ. Nichts gebraucht, sag ich, ne? Ich, ja, ich nehme einfach gar keine Auswahl mehr, weil ich bin so viel schneller. Ich will voll machen. Gehört, dir wurde heute wieder eingeschenkt. Ach, lass mich in Ruhe. Einzige, dem bald wieder eingeschenkt wird, ist, Alter, wenn ich dir die Rammstein-Playlist, Alter, des Grauens über die Ohren hau. Also auf allen Vieren wirst du aus deinem Gemach rauskrallen, Alter, ohne Witz. Stefan, Verkehrsanhaltung unterhalb von Clucking Bend mit einem P1 Kennzeichen MKN Lea 171. Das sind die Mechaniker. Ich fahr jetzt dann nochmal vorbei und schau, ob der P1 dann noch dort steht. Die Frau Torres. Die würde ich gerne mal kennenlernen. Das ist sicher eine sympathische Frau. Verarscht die Cops und sagt einfach, ja, es beißt gleich ein Jubel und jeder glaubt. So einfach kann es sein, ne? Ist einfach nur hin und sagst, bald ist Nazio, Bro. Und die ganze Stadt springt auf einmal rum und observiert. Wurde gerade eine Geisel genommen. Wie? Ja. Weiß nicht. Ich gehört. Woher haben sie das gehört? Ja, hier im Oceans. Weiß nicht von wem. Steht der P1 wahrscheinlich noch dort. Ja!
Diesmal haben sie es geschafft. Digga, wir haben es geschafft. Morgen 13 Uhr Döner. Nee, nee. Ich teile nur mit Hund und Freundin. Döner. Beziehungsweise Dürüm. Das wird ja morgen lustig, so ein Dürüm-Falten. Das ist wieder nicht so ein... Und das Ding nicht auseinanderbröselt. Wrecking your heart. Komm auf den Flughafen. Ach, das liebe FD. Alter, wie. Ob der mal. Hey, ob der noch immer. Ob Morris bald mal einen Krampf bekommt hier? Schau mal. Ja, du, da der Ding. 13 Uhr sind wir eh nicht daheim. Stimmt. Da wird vorgeglüht. Da wird erstmal an einem anderen Ort Döner gegessen, damit man dann daheim auf dem Dürüm vorglüht. Da Vivi mich nun eingeladen hat, muss sagen, Hund, Freundin und Wesel. Okay, Chefin hat gesprochen. JDM Tuning Treffen am Walmart. Von Max Kuhlberg. Da fahre ich hin. Jetzt mache ich meine Flughafenrunde. Wir fahren noch dort an safen Rennern. Haben wir eine King-Einheit, die mal zum Walmart fahren kann, bezüglich des spontanen JDM-Treffens? King 30, wo wärst du, ja? King 30, fahr du ruhig. Kein JDM, vielleicht hast du ja, dann kannst du dich ein bisschen runtermischen. Ja, ich blieb das mal schnell. King 15, der schon gehabt. Außerdem heißt Dickes Freundin und Marco. Du hast recht. Dickes. Wo ist es Dicke eigentlich? Liegt es bei mir? King 15 für King 31. Mal liegt sich bei mir. Dickes. Wir fragen uns gerade, wo der Hund ist. Wird euer Hund mit Döner gebarft? Was? Da ist Dickes. Wo war es denn, Dickes? Hallo, Dickes. Oh, Dickes. Ciao. Die würden Döner essen, Alter. Reicht da. Dickes muss mit Marco den Döner teilen. Markus, das ist der Deal. Ein Deal steht, Alter. Also ich fahr jetzt zu diesem verkorksten JDM-Tuning-Treff. Jetzt schnell. Ich fahr mit Einsatzlicht. Kein Bock. Hoppa! Komm in die rein! Sackgesicht. 1076 Session Raw. Alter, mit 200 schafft er 300. Sieh's nicht. 298. 306 mit dem Crownwick. Heide Jalla. Juhui. Da gehen sogar die Autos auf der Gegenspur schon in Deckung. Crownwick. Kein Problem, solange genug da ist, teile ich mit der Dicken. Und der wird noch kopiert. Die Dicke. Das ist jetzt beleidigt.
Ich fahr jetzt dort mit dem Crown Vic hin. Fahr dort mit dem Crown Vic hin und sag so, habe ich mein Motto hier? Frage sich alle so, okay. Was macht der Dude? Habe ich das Motto verfehlt? Sag ich so, nee. Sag ich so, au. Kacke. Wieso ist der so schnell, weil die Speedbumps das Ding einfach hochpushen bis ins Unendliche. Das sind Speedbumps, da ist fast jedes Auto so schnell. Also das ist zumindest 260 Max fährt. I'll be wrecking your... Immer diese Speedbumps. Warte jetzt mit dem Rückwärtsgang. Na, was, wisst was? Ich nehm den Offroad-Weg. Komm da von hinten. So wie es gehört. Oh ja, da gehe ich jetzt mit Flex in dem Crown-Weg, das wird jetzt lustig. Ich hab gehört, hier ist ein JDM-Treff. Ich hab gedacht, ich möchte, häng mich mal mit dem Motto dran. Das passt aber nicht ganz. Ach. Meine Sitze sind auch irgendwo in Japan gefertigt, wahrscheinlich. Irgendein japanisches Teil ist da sicher dran. Was ist der? Was ist der Horsepower? Was? Nee. Es gibt schon. Alles legal bei euch, gell? Ja, natürlich. Alles mit E-Prüfzeichen? Also ja, legal sollten die sein, ja. Mhm. Naja, habt ihr euch ein paar schöne Autos hier zusammengebastelt. Wem gehört der Weiße hier? Ich glaube nicht. Mia! Den finde ich am schönsten. Hochschlag habt ihr nichts. Na, bitte rechts ran. Na, hör mal. Ja, ist es legal, die Federn wegzuflexen? Wieder? Also nicht, dass ich das gemacht hätte, aber nur so zum Wissen. Für mehr Tiefgang, ja. Auto ohne Federn. Spannend. Nee, also mit Federn, aber ein bisschen kürzer. Halt. Also, ich frage für einen Freund und so. Definitiv ist absolut legal. Probieren Sie es bei der nächsten Prüfstelle, da werden Sie definitiv durchfliegen. Legal, hört sich gut an. Guck mal, es werden doch immer mehr. Ich hab doch gesagt, das dauert ein bisschen. Haben Sie das angemeldet da, Herr Kohlberg? Was? Das warum? Öffentlicher Parkplatz hier. Wir haben eigentlich einfach nur so ein Carsten Coffee so. Öffentlicher Parkplatz im Walmart. Walmart Parkplatz. Hola. Hallo. Ist dafür eine Genehmigung? Braucht man dafür eine? Für die von der Firma Walmart, ja. Da haben die gesagt, dass wir nicht stehen dürfen. Wo ist der Parkplatz, das öffentlich gekennzeichnet? Wir sind Kunden, wir gehen gleich was kaufen. Ja, wir gehen gleich einkaufen. Guten Abend. Ah, hallo. Ja, das Kunden ist das natürlich kein Problem. Ja, wir sind natürlich Kunden. Natürlich. Maximale Parkdauer aber nur 30 Minuten als Kunde. Nee, eine Schild. Stunde. 30. Komisch, wir hatten heute noch gar kein Juwelier. Ja, wir haben größeren Einkauf vor. Wir brauchen eine Stunde. Ja. Na gut, dann müssen sie aber aktiv da drinnen verbringen. Kollege, was von mir wollte, rufst du mich? Ja, wir müssen das ja alles in den Kofferraum packen, deswegen. Ah ja. Wir sägen beispielsweise einen Tisch durch und packen das in zwei Kofferräume. Okay. Na dann. Deswegen hat man auch hinten diese Spoiler, oder nicht? Dieser Einkaufswagen. Genau, ja. Warum wird mein schönes JDM am meisten bewundert? Es fährt ein Auto und ein Juwelier vor. Was geht der? Das ist mein Einkaufswagen. Ich bin gerade 306 damit gefahren. Boom. Ach, sie auch. Alter B. Gut, dann baut's keinen Unfug. Und habt viel Spaß. Dankeschön. Zwei Täter, eine Geisel. Ich korrigiere zwei Geisel. Juwelier. Winkel 15 ist responding. Der BD2 Sam Traffic. Ich war gerade auch bei dem JDM-Treffen, wir sind dort recht friedlich.
Noch. Sind Taxi-Leute. Ich würde sagen, Juwelier wechselt und bei. An welcher Punkt? Bei. Der Handel, wie war dein Tag heute? Angenehm. 30 David responding, Juwelier. Ja, du brauchst ihn einfach zu sagen. Er war 52, same traffic. 3097, Juwelier und Punktwechsel. Schauen wir mal. Schauen wir, ob, was für Autos das sind. Hätte echt Bock mal auf eine Straßenbewegung. Vielleicht traut sich mal jemand was anderes als so ein P1. Oder ein Lamborghini Urus. Bin und bleibe gespannt. Wie ein Bogen von Robin Hood. Endlich mal was Spannendes. Ach komm, das davor war doch auch spannend ohne Ende. Seid doch nicht so. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Oh, ein BMW. Ha! Ein normales Auto. Check du mal MTB, bitte. Ehrenmann. Geil. Jetzt bin ich hyped. Sag jetzt nicht, dass es so ein Auto, was so schnell ist, dass dafür eine Highspeed braucht. Guten Morgen. Guten Abend. Ist mal schön, kein Highspeed-Auto da zu sehen. Bin hyped. Aber fährt, ist das nicht dieser BMW, der trotzdem sau schnell fährt, oder ist das ein anderer alter yep, BMW? Das ist er. Ja, das ist der. Das schafft man doch mit dem Crown Vic, oder? Nee. Das ist so ein Auto, was, glaube ich, zwischen Straßenwagen und Highspeed schnell fährt. Also der Crown Vic ist doch gut, oder? Der ist gut, aber nicht so gut. Nicht so gut. Ein Civic wäre da, glaube ich, Opti. Civic? Mhm. Weil der zieht, glaube ich, auch ganz gut. Civic, vielleicht ein Chief Taurus und vielleicht noch eine Highspeed im Backup, wenn er doch zu schnell sein sollte. Hätte ich jetzt mal gesagt. Das ist so eine Scheiße. Runde Fortnite, ne? Ja. Adam 14.2. Die SOGs sind auf dem Weg zu den Treppen. Check. Das ist eine hässliche Maske. Und bitten die restlichen Patrols bei der Absicherung helfen? Es sind noch vier SOGs auf dem Weg. SOG im Funk. Grüß Sie. Hi. Dann mach ich ja schon mit. Hat er noch was? Ich glaube, es ist nur noch hier. Ja, warte mal. Hallo. So. Herr Chief. Bitte 97 Treppen. Ach, also macht er ja. Bitte. Sind wir fertig, oder? Ja, der Kollege war schneller. Mensch. Alles gut. Mensch, Dieter. Seovic. Ach du Scheiße, gibt's dich auch noch. Halt die Presse. Holy also. Shit. Wer macht Einteilung? Was Junge, du bist, macht das. Bist okay. Du überhaupt noch Lutent? Tatsächlich. Okay, Don, ich hätte jetzt gerne an jeder Seite der Absperrung jeweils einen Patrol, der nach außen hin absichert. Stopp, der dass jetzt alle wieder auf einer Stelle stehen. Ja und? Ach, Dieter. Ja, zeig ich dir. Hässlicher Dieter. gut. Info an die SOG, zwei Einheiten bräuchten wir von euch bei der Tür. Crown Vic. Crown Vic. Okay, das Ding ist, der BMW ist verdammt gut in Kurven und Beschleunigung. Das heißt, sie bräuchten einen Civic. Habe ich auch schon gesagt. Soll ich einen holen? Ja, hol bitte mal einen Civic. Also ich finde es super. Da oder da, bitte. So eine Scheiße. Ein Civic. Wenn ich mit meinem Crown Vic fahren. Ich finde den Crown Vic in der Kurve auch so geil, aber ich glaube in der Beschleunigung. Sie werden es schon wissen. Ich werde ja eingeteilt. Kann nichts dafür. Direkt vor der Abstellung, Kollege. Jetzt auf einmal ist er nicht hier. Frage, haben wir eine Einheit, die eine Highspeed besetzen kann, die auf Backup fährt?
I'll be wrecking your eyes. Dickes. Willst du so ungern fahren, Davis? Ich fass nichts an. Nö, ja, dann machen wir mal eine Seewegverfolgungsjagd. War ja auch nicht mehr so lange. War ja schon lange her. Also okay, betritt Dach über Juwelier. Ja, richtig. Oder willst du, kannst, oder willst du heiß mitfahren? Was? Er hat jetzt ein Ding an. Ich bin mit dem Civic da. Nimm du den Wagen, den du besser fahren kannst. Ich kann dir sagen, dass der BMW auf jeden Fall hecklastig ist. Also in niedriger Geschwindigkeit wird er wahrscheinlich ein bisschen rutschen. Auch die hohe. Also okay. Nimm das, womit du besser zurechtkommst. Okay. Ich wechsle eben. Jo. Walker LAPD. Perfekt. Dann ist die Einteilung echt heute fertig. Hallo. Perfekt, wunderbar. Ich komme sofort. Also, wie gesagt, du fährst dann auf 1. Mein Kollege und ich fahren auf 2. Mhm. Und Underwood auf 3. Aber ich bin nur Beifahrer, also ich fahre kein Auto. Okay. Bring mal hin. Denkt an die Information. Ja, ja. Machst du das? Kann ich vielleicht. Soweit verstanden. Dann wechseln wir in Funk 2 und PBC 2. Genau. Bist du schon Funk 2? Ja. Check. Ich bitte nochmal die Verfolgereinheiten PBC 2.0 zu machen. Dach über dem Juwelier gesichert, keine Feststellung. Ja, das SPD in letzter Zeit immer mal wieder Mist gebaut hat. Wie wäre es, wenn du mal kurz die SPD in letzter Zeit, es ging. Also haben jetzt, war jetzt nicht so schlecht, wie du gerade tust. Ich finde die aktuelle Führung auch sehr gut und sehr bemüht. Das ist jetzt ein bisschen unfair, das zu sagen. Weil man immer, wenn man sagt, dass PD. Es ist immer sehr unfair, wenn es einzelne Personen sind, die mal gleich sagen, das ganze PD. Das ist nicht fair, diese Aussage, und auch nicht richtig. Das PD macht großteils gute Arbeit, aber es gibt halt einzelne Leute, die halt manchmal in dem Moment die Wand in den Schrank schlagen. Seit wann haben wir sowas? Schon ewig, habe ich auch eine Garage. Echt? Ja. Dieter macht die Augen auf. Dieter singt gleich für dich. Ach du Scheiße. Aber in Kopfstimme. In Kopfstimme? Natürlich. Ich komme auf jeden Fall so hoch, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Ich kann dir auch wirklich, ich kann dir entweder deine Eier verdrehen oder dir auf deinen Zeh steigen, auf deinen kleinen. Dann kriegst du es hin. Das waren Infos, die ich jetzt gebraucht habe, danke. Ja, dann schafft das eine Kopfstimme. Kannst auch, keine Ahnung. Oder ich könnte deine Nippel verdrehen, 360. Oh ja. Boah, Junge. Informativ, Sind die europäische Wanders muslim? Das ist kein Fetisch, das ist Academy. Academy? Academy? Ja. Welche Academy warst du? Im Berghain. Police Academy. Haben die immer noch nicht gefordert, keine Nagelbänder, oder was ist los bei denen? Die wollen da drüber fahren und danach geht's erst los. Also wenn die dann machen Nagelbänder wir das hier nicht sehen, die fahren da drüber und danach starten sie zu verhandeln. Das ist einfach ein... Kannst du mal ein Bild von deiner Hand auf Insta laden, wäre cool zu sehen. Nein. Die verhandeln danach. Achso, mehr als das selbst, super. Nein. Oh Gott, das Lose in der Heiß. Privat ist meine Hand. Ach du Scheiße. Ich bin schon so lange nicht mehr ins Civic gefahren, mal schauen. Aber ist das nicht eher ein Marshall-Auto, wenn da hinten so eine Flagge drauf ist? Nee. Marshaller? Marshaller. Wie fährt der denn? Ich hab den noch nie gesehen. Geht so gut, aber du kannst die Flagge auch rausnehmen. Abmachen. Ah, okay. Also abholen, andere von irgendwo drauf machen. Hast du den schon mal gefahren? Mori? Nö. Aber ich kenne ihn. Ich meine, gut, bei uns beiden ist eher eine Seltenheit, dass wir anmarkt kommen. Ja, King 15. Check. Bin mal gespannt. Gespannt, ob der BMW wirklich so krass ist wie alle sagen. Ich glaube, ich habe den noch nie verfolgt. Weiß auch nicht, ist der Civic noch, ich bin halt den Civic zuletzt, keine Ahnung. Der Civic ist schlechter geworden, aber fährt sich noch okay. Bin den zuletzt 2003 gefühlt gefahren, also. Ich auch, deswegen wird eine Premiere für mich wieder. Ah, fährt sich immer noch gut. Haben wir eine Vermutung, wer die Person im Juwelier sein kann? Ich würde zwar ganz spitz behaupten, der Fahrzeughalter. Nico Kowalski. In irgendeiner Art und Weise bekannt. Kleinkrimineller. Er kommt uns bekannt vor, wir wissen. Den hatte ich vorhin in der Verkehrsanhaltung. Ja, das weiß ich.
Also ihr wisst nicht, ob irgendwie schießwürdig oder sowas ist. Und nee, ist okay. Keine Ahnung. Und hat das Squad mit uns hinterher geschickt. Haben wir noch eine Fire Patrol Unit, die sich Richtung Westen stellen kann? Ja. Das ist glaube ich ein Nein. Ja, damit seid auch ihr gemeint. Was? Wir verfolgen. Egal. Ja. Ihr könnt ja auch in die... Gerade geht die Verfolgung noch nicht los. Ich hätte gerne nur eine Unit, die sich da hinten noch in die Richtung ja, da stellt, dass da nichts passiert. Nee, leider nicht. Ja, wo ist denn der hin? Ach, geil. Walker, LAPD? Hoffen wir, dass die Stadtwerke sich den WC verfolgen, wenn es dunkel ist. Ich meine, nur zwecks Verhandlungen oder letztens, wo das PD in der Hinrichtung am Hauptplatz... Alter, das ist ja schon ewig her, seitdem ist ja die Führung schon wieder gewechselt worden. Ganz gerne. Dann würde ich mal in die Werkstatt fahren mit dem Auto. VIP, ich weiß nicht, wie lange du jetzt nicht mehr zugeschaut hast, aber das mit dem Hauptplatz war das mit der Mafia und das war schon ewig her. Mittlerweile gibt es ja schon wieder neue Leute im PD. Das ist... Ja. Ich denke mir so, du meinst die letzten... Was für mich aktuell ist, die letzten drei Wochen oder so. Du redest ja vom letzten halben Jahr. Aber haltet euch am besten auch Taser-Aufsätze bereit. Meine Fresse, jetzt wird's noch dunkler. Alter. Gleich können wir es versuchen, ein bisschen rauszögern, dass die Stadtwerke das Licht wieder reinhauen. Jetzt wird's immer besser. Ein schwarzer BMW in der Nacht, Alter, ohne Licht. Super. Das sag ich großartig ja. Für mich. Und dann bringen dir deine Scheinwerfer halt auch nichts, wenn er na, gar nichts. Meter vor dir fährt. Mich blenden die Scheinwerfer dann eher, statt dass sie was bringen. Mhm. Meine Fresse. Das Blaulicht müssen wir halt anhaben. Ja, ich weiß. Ja. Oh, das wird spannend. Mal schauen. Direkt ein Reshade raus zum Schwitzen. Hat der Verhandlungsführer schon irgendein Update gegeben? Nö. Nö. Okay. Herr Gixert, wir haben informativ, ein 3GL sind jetzt soweit gut. Forderung Nagelbänder weg, sowie den freien Abzug. Also ein Fahrzeug bitte zur Seite stellen, entweder den Charger oder den Impala da. Ich frage gar nicht. Okay, check. Wann soll es weitergehen? Hast du schon irgendwas ausgemacht? Sprechen sich jetzt, weil sie nicht wissen, was sie für die anderen Geiseln fordern sollen, weil sie mit so viel Geiseln nicht gerechnet haben. Oh Mann. Okay, ich schick mal FD weiter. Mach dir mal den Charter hier nochmal ein Stück weg. Einen Moment. Sagen, der fährt weg, oder? Ja, dann mach ich dir den da auch, hat immer ein Stück weg. Ja, am besten mal voll tanken. Dann so. Alles gut, Charter muss ich weg. Informative Einheit mit Dispatch beachten, eventuell ein Rennen, das am Juli freigeht. Also im letzten. An die Taktikeinheiten vor Ort, ihr habt alle Taglights dabei. Ah, oh, das sind sicher die Coolbergs. Safety Coolbergs. Also, weil es das Rennen so, das von den JDM-Leuten ist, ich habe von allem Gesicht und Auto plus alles. Also, falls man da was zum Auswerten braucht. Achso, das war ein falscher Funk. Fail! Ich hab gerade richtig reingeschissen. Leute! Zicke, zacke, zicke, zacke! Ich werde dann wahrscheinlich das Funken und so übernehmen, ne? Ah, okay. Also, du musst das schnell genug sagen, ja, wenn es mich hat mir so jetzt oder so. Ich bin ja eh Beifahrer. Ich hoffe nur, dass mein Fahrer gut fahren kann. Er meint, er kann's. Ja, ich bin mit dem Civic schon so lange nicht mehr gefahren. Ich hoffe auch, dass ich es halt schaffe. Ist wurscht. Ich war 3 Wochen im Urlaub. Weißt du gefahren. Aber ich bin eh nicht Fahrer, von daher, ja. Na, ich mach das schon, Alter. Der wird schon ab und zu. Ja, safe. Das so, also wenn er wirklich komplett Katastrophe fährt, dann warten wir halt kurz und dann komm ich ran. Und Start Working Code Zero. Ich denke, das Schlimmste ist immer der Anfang, einmal wieder reinkommen. Ja, definitiv. Sonst? Ich bin zum Glück gestern auch schon in der Verfolgung gefahren. War das vorgestern? Gegen irgend so einen kleinen Smart. Oh. Aber eingeboxt, dann ist das Ding einfach hochgegangen. Hm. Was? Du hast zu hart eingeboxt, ne? Das Ding ist, der ist Rotbox sind wir vorbeigefahren, da habe ich einen Rückwärtsgang eingelegt, habe versucht, mich irgendwie da quer vor ihn zu stellen, habe ihn aussehen irgendwie touchiert. Dann ist er nach rechts gefahren und dann wurde ihm der Weg abgeschnitten. Aus Versehen. Dann ist er in irgendeine Gasse reingefahren, da wurde ihm wieder der Weg eingeschnitten, dann haben wir ihn eingebaut. Ah ja. Und dann er ist in die Gasse reingefahren oder wurde über den Randstamm drüber geschoben? Heftig. Ja, such dir bitte mal einen neuen Drittverfolger. Wie es so tut, Alter.
Erfolg. Ja, positiv, bitte auf Backup hinterherfahren. Check. Ja, wobei, warte, ich fahr erstmal hinterher. Alles gut. PC wird nur uneingerichtet. Doch, sehr gut, Margo. Bin stolz auf dich. Achso, ist Underwood weg oder wie? Ja, wo ist die Frage? Einheit in Camps, wo sind denn die Geiseln genau? Die sitzen in der Mitte vom Juwelier an der Kasse. Zur Not, wenn du nicht bestellen kannst, besetze ich halt einen Offroader und fährt mein Kollege alleine. Kurz Break bitte, Kingside informativ, sie wollen keine High-Speed-Unit, dafür haben sie mir jetzt garantiert, dass sie auf kein Hypercar bzw. kein Auto umsteigen, was schneller als 250 fährt. Ja, dann sind sie ja jetzt mit ihrem Auto schon verkehrt. Das habe ich ihnen auch gesagt, er ist der Meinung, er fährt mit 250, keine Ahnung. Wir haben trotzdem noch High-Speed auf Backup. Ich fahre einfach hinterher. Oh, geil. Check, dann ja. Oh, geil, Licht, Alter. Dass die auf gar keinen Fall gesehen wird. Davis, soll ich sonst den Offroader gehen, wenn du nicht möchtest? Ja, ist gut. An den Verhandlungsführer, du kannst denen sagen, das ist meine Highspeed. Ich bin für Einsatzleitung und ich bleib hier stehen. Check. Wie kann man beim Stromausfall eigentlich in die Kameras schauen? Naja, Kameras, Jack. Jack, linken 14 muss. Es kann sein, dass ein Notstromaggregat läuft in solchen Sachen und eine Kamera ist oft der Batterie betrieben. Also vor allem auf Notfall. Linken 14 nicht ansprechbar. Das ist schon möglich. Das ist jetzt kein Ding der Unmöglichkeit. Weil das wäre ja erbärmlich, wenn du jetzt eine große Bank oder irgend so ein Juve hättest und nur aufgrund eines Stromausfalls könntest du dieses Überwachungssystem dort nicht mehr aufrechterhalten. Das wäre lächerlich, das wäre zu einfach. Start und nicht Verhandlungen laufen noch. King Christine, kannst du einmal nochmal vorkommen, ich krieg die nächste Geisel. Also mein Tank ist zumindest schon mal voll. Das ist schon mal gut. I'll be wrecking your eyes. Danke dir. Jetzt wäre geil, so eine Hintergrundmucke. Ja, bin noch. Da, 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 da. Scheiß Ohrwurm, Alter. Noch eine Geisel, der kommt raus wie von einer Beach Party. Mach mal meinen Funk lauter. Könnten relevante Infos. Wenn eine Einheit bringt in die Camps, die wollen sich drin besprechen, was sie für die andere Geisel fordern, beziehungsweise vielleicht hört man da ja mehr. In den Camps. Check. Na, du hast eine andere gesucht. Bestes, was du heute eingeschenkt bekommen hast. Ja, also für beste Musik für Verfolgen. Rammstein. Der nächste Geist oder? Ist wohl doch ein Umstieg geplant und zwar ein Fahrzeug, bei dem die Highspeed auch gar nicht mehr herkommt. Hallo. Und welches Fahrzeug soll das sein? Ich hätte jetzt vermutet auf eine Ducati. Ich hätte vermutet auf einen Hubschrauber. Ja, gut, oder so, oder ein Boot. Hi. Ja. Soll dann Deputy Tour anstatt Highspeed R1 besetzen? Ich hab mir jetzt auch angeboten. Ja, dann gehen wir vielleicht sonst zusammen. Ja, kommt dann auch. Auf der fährt wenigstens einmal ein Stück. Am fährt jetzt nicht direkt weiter zum Hubschrauber nach 10 Meter. Ich fahr gleich hin, wenn ich losfahre, mach R1 schon mal bereit. Check. Bitte? Ich könnte dann noch heißen. Beste Musik, Rammstein. Oder halt so chillig, so. Marco, you and I. Bum, 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 bum. Wir Geiseln gerade hin und her. FP ist instruiert. Ich hatte das auch gerade schon mal gesagt, dass die Geiseln. Oder zum Konzentrieren Hans Zimmer hinten. Kann sich richtig. Richtig episch. Warst du im Rammstein? Natürlich. Muss. Das ist übrigens der neue King. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hast es auch wieder geschafft. Wusstest du noch ein bisschen was? Oh, das ist gut. King Surti mit der Info, die wollen jetzt für die letzte Geisel noch einmal ihr Auto betanken. Patriots gegebenenfalls ready schön. Machen, falls sie jetzt dadurch doch durchziehen wollen. Also komm, ich bin nicht mal zu Black überraschen. Jack. Bis später. Hallo. Linken 14 für der bitte tun. Bis dann,
Ah, check. Es wäre lustig, wenn er jetzt durchzogen wäre, über den Swatler gleich drüber. Wenn die David dann halt beim Juwelier drüben, du bist alleine. Das 3, wir machen das so, du fliegst alleine, R1, dann fahre ich trotzdem mit der Highspeed auf Backup, das, falls das juckt dich nicht, denn das juckt SOG nicht, SOG macht. Sonst hol dir noch irgendwie mehr aus. 10 für 5. Alles tot, ich kriege er macht alles kaputt. Check. Einer. Sollten wir vielleicht bei dem. Okay, jeder, der mitfährt bei Verfolgung, weiß seine Einteilung. Positiv. Ja, er hat gerade eben gefragt wegen Backup Highspeed. Ich mach mir weniger Licht drauf, ohne Witz. Hast du schon einen Verfolgungsposten? Negativ. Dann mach mal bitte Position 3 mit dem Offloader. Telefon. Denk bitte auch an PBC2. Du bist 2 oder 1? 1. Okay, dann ist der Straßenwagen da hinten 2, weißt du das? Frag Seovic, ich glaub. Ja, wunderbar, Proof. Ich weiß nur die Namen. Der ist auf der 2. Adam, fahrt hin. Okay, check, du schießt wo? Rechts von hinten. Dann rechts, ja, check. Streamcard. Dann stell dich schon mal richtig hin, dass du gleich direkt los kannst. Geh du am besten mal in das Auto, falls du los kannst, sonst... Ja, ich lauf lieber hier hin. Beste Leben. Also ich würde jetzt schon so weit vertrauen, dass du mich nicht umfährst. Da geht's um einen Gefangenen, ich würde sowas von über dich drüber fahren. Merk ich mir. Most Wanted, ja. Im Biscuit, geil. Check. Wann geht's los? 25, jo. Hast noch 2 Minuten. Okay. Jetzt muss ich aufs Klo, das war klar. Das also, war. Ich habe von Ihnen die Garantie, dass Sie auf keinen Hypercar umsteigen. Der schneidet sich immer so ein bisschen ab von dem Umstieg. Ich gehe davon aus, dass da auf jeden Fall ein Umstieg geplant ist. Ja, also ich denke entweder auf Motorräder oder... Ja, vielleicht oder direkt eine R1 ready halten. Ja, Boot kann auch ja, sein. Ja, ist ready. Davis ist auf der R1. Und ja. Ich werde mit der Highspeed trotzdem einfach auf Backup hinterherfahren. Ja, passt. Weil wenn sie mit dem Motorrad abhauen, mit einer Ducati, kommst du halt auch mit einem Motorrad von uns nicht hinterher. Ich weiß, das Ding fährt ja fast 400. So, ich hoffe einfach eine lustige Verfolgung. Ja. Mehr will ich nicht. Passt. Gleich in den ersten 2 Meter vorbei. Ich hab keine Ahnung. Ich hoffe, ich bin noch nie gegen den Wagen gefahren, aber jeder sagt, der ist so gut. Mal schauen. Wenn ich merke, ich komme komfortabel hinterher, dann. Naja, ich gehe nach vorne. Wir werden auf jeden Fall mal alles geben, oder, Freunde? Let's go! Hip hip! Ich habe jetzt extra weniger Licht einbaut, weil es echt schon am. Wie sieht's mit der dritten Geisel aus? Alles klar. Oder? Bitte? Wie es mit der dritten Geisel aussieht. Ich glaube, die nimmt dann der andere King-Kollege direkt in entgegen. Ja. Weil der ist ja eh noch vorne und verhandeln, nimmt sie wahrscheinlich direkt entgegen. Sollte jetzt gleich losgehen. Ich muss ihn nämlich verhören. Mhm. Ui. Ja, okay, mach das bereit, 20 Sekunden. In den Mangel nehmen. Erkennt man deine Stimme in Real Life? Ich weiß es nicht. Ob du das noch kannst? Keine Ahnung. Werden wir sehen, ja. Muss man die Leute fragen, die mich kennen oder in Real Life kennen. Ich glaube, ich habe da anders. Peter, komm jetzt raus. Eigentlich ist meine richtige Stimme die von Willi und das, was ich hier rede, ist gestellt. Waterbowling. Wir sind ein bisschen Waterbowling. Da haben wir hier auch mal ein bisschen Waterbowling. Sag ich ja, keine Ahnung, wie das heißt. Du bist schon dieses Wassertropf-Dings. Ja, was war das Dings? Muss ich mir aufschreiben. Peter, sitzen wir nebeneinander. Los. Linken Portin wieder anwesend. Linken Portin über den Punkt. BMW fährt Richtung Burgerstadt runter. Von der Burgerstadt rechts vorbei Richtung Waffenladen. Der hat Kopfschmerzen. Links ab Richtung Hauptplatz. Der hat leichte Kopfschmerzen. Stärke haben wir gesehen. Jetzt geradeaus weiter Richtung Hauptplatz. Das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft zum Verfolgen. Fahren weiter Richtung Hauptplatz. Biegen rechts ab, sind das Hauptplatz Tankstelle abgebogen.
an der Hauptlasttankstelle vorbei, weiter Richtung Arena runter, biegen davor wieder rechts ab, sind jetzt seitlich am Stripclub. Wir fahren am Stripclub vorbei Richtung Hauptplatz Waffenladen links abgebogen. Biegen danach wieder rechts ab, sind jetzt am Gebrauchtwagen. Fahren geradeaus durch, sind jetzt unter Führung Rockford, Arcadius hat umgedreht. Er ist ekelhaft zum Verfolgen, weil er laggt. Fahrradverleihgasse entlang, fährt geradeaus durch, wieder Richtung Gebrauchtwagen. Dann da hau ich einfach. Sind jetzt an der Abschleppstation vorbei, biegt an der Abschleppstation links ab, Richtung Alten Venice. Biegt wieder rechts ab, sind jetzt Alten Venice Tankstelle rechts abgebogen, biegt wieder rechts ab in die Gasse hinter. Das ging eigentlich nicht gefahren. Fährt wieder rechts raus, sind jetzt wieder am Jobcenter. Fahren am Jobcenter geradeaus vorbei Richtung Arcadius in Verführung. Biegt wieder davor rechts ab. Sind jetzt wieder Richtung Hauptplatz, wieder davor rechts abgebogen. Haltet bitte ein bisschen Abstand zu mir, danke. Wieder links abgebogen. Wieder links am Hauptplatz, fahren jetzt am Hauptplatz vorbei Richtung Parkplatz. Vorne ab, fahren jetzt am Parkplatz vorbei. Am Hauptplatz vorbeigefahren, Richtung PD. Da will die 2 to 1. Fahren jetzt hinterm PD die Straße, Richtung PD-Verkaufsstelle. Gut, bis da, wo du mich rausgelassen hast. Hat er die Ampel mit Absicht um oder was? Da hoffen wir, dass mich hinten. Hinterm. Oh, dass mich hinten aufdübelt. Sind jetzt wieder an Hauptplatz Tankstelle. Du musst ein bisschen aufpassen, ihr folgt mehrmals das Straßenlärm, was da parallel am Laufen ist. Fahren jetzt weiter Richtung Arena. Wir werden wieder einen erneuten Unfall drehen. Sind jetzt eine Grossheap Tankstelle, hat uns weggerannt. Hat jetzt wieder gedreht, fahren wieder Richtung Arena runter. An der Arena rechts abgebogen Richtung Rottplatz vorbeigefahren Richtung Altenbennigs-Tankstelle. Altenbennigs-Tankstelle links abgebogen Richtung DMV. Fahren jetzt runter Richtung DMV. Das ist ganz komisch zum Verfolgen. Der schwebt so ein bisschen über dem Boden. Bisschen ekelhaft. Deswegen halte ich so viel Abstand, weil ich nie weiß, ob der auf einmal rüberzieht. Den fahre ich nicht so nah dran. Seht ihr das? Der hat Kopfschmerzen ohne Ende. Ich fahr kurz zur Seite. Genau. Verfolgung kurz stopp. Okay, Verfolger bitte stehen bleiben. Code 5. War ekelhaft. Aber ich habe irgendwie auch extreme Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, ja, was ich ganz komisch. Machst du sonst auch mal ein Power Nap? Ich habe ihn ja vorhin erst gemacht, das ist es ja. Ja gut, aber bei dir ist er normal. Hey. Na ja, Mann. Letzte Zeit hatte ich eigentlich gar keinen, aber heute schon. Alles easy. Aber genau das meinte ich nämlich, warum ich Abstand halte, ne? Habt ihr gesehen? Das war gerade Boden. Die Frage, braucht ihr noch irgendwie passive Verfolger? Derzeit Code 5. Nick. Jo, Freunde. Ey, das nutzen wir gleich mal hier. Das nutzen wir gleich mal hier für ein Hip Hip. Haut's mal auf den Like-Button. Hauen Sie auch gerne auf den Abo-Button. Ne? Nutzen wir kurz die Zeit. Für Support, für heftigen Support. Absolut kostenfrei. Für jedermann möglich. Like da lassen, Abo da lassen. Ist für alle möglich. Den Stream auf Social Media teilen oder euren Freunden davon erzählen. Ist alles kostenloser Support, ne? Da geht schon mal Kuss aus an euch. An euch. Schaffen wir heute die 15 Likes oder vielleicht sogar die 20. Let's go!
weil ich nachgewundert habe, wenn ich in letzter Zeit keine Kopfschmerzen gehabt. Heute. Nein, keine Ahnung. Ist der Admin Kurtner als Matze? Matze. Hat jemand David im Funk? Wird noch Unterstützung benötigt? Der TV. 10 war. Verfolgung gestoppt. Wegen Power-Nap. Ich glaube, der hat wirklich Internetprobleme, der braucht auch sehr lange zum Reconnecten. Normal schafft man das so in einer guten Minute. Er aber nicht. Ah, wurscht. Wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Ah, jetzt ist er wieder da. Aber so an sich habe ich die Verfolgungszeit bis jetzt sehr extrem gefühlt, muss ich sagen. War geil, war angenehm auch zum Verfolgen. Also jetzt nicht zu wild oder so. War echt angenehm. Und die Verfolgung geht weiter. BMW fährt jetzt Richtung buntes Parkhaus. Sind jetzt vorne am bunten Parkhaus Richtung 187 auf dem Weg. Sind am bunten Parkhaus links abgebogen. Der hat noch immer Kopfschmerzen. Und das gerade. Anschließend wieder links ab. Fahren jetzt an der Außenstraße runter Richtung Bierladen. Sind jetzt am Bierladen links abgebogen. Fährt geradeaus weiter Richtung Rockford Plaza. Jetzt weiter in Richtung Rockford Plaza am Burger Shop vorbei. Sind jetzt Rockford Plaza, Arcadis Unterführung. Fährt geradeaus weiter, sind jetzt am Jobcenter. Jobcenter geradeaus weitergefahren, jetzt wieder am alten Bennys Tankstelle. Fährt er geradeaus weiter runter, Richtung LAX. Fährt den Schrottplatz. Fährt rechts. Da ist ein Umstieg, da ist ein RS6 Kombi. Der ist aber zugesperrt. 1020. Bestimmt auf der anderen Seite, oder nicht? Die Hände nach oben. Sind eingestiegen. Fragen, könnt ihr dranbleiben, oder? Fährt Kollegen um. Fährt Kollegen stark. Ich bleib weiter dran. Wo seid ihr? Frage fahren. Einzige. In welche Richtung sind die gefahren? Wir sind da noch in der Fabrik drin. Wir fahren in die Kanäle runter. Welche Richtung Kanäle? Kanäle jetzt Richtung Fahrschule. Hat sich schwer überschlagen, schwerer Unfall. Ja. Frage, wo ist der verunfallte angefahrene Kollege? Sitzt bei mir im Auto. Frage, wer ich bin noch vor Ort. Ich setze mich ins Fahrzeug. Ich hol's am Ernst, Billy. Will eine Kringeinheit in den BMW reinschauen oder soll die SOG das übernehmen? Kann die SOG ruhig übernehmen. Check. Ich bin 69-10-15 Mission Row. Ja, warum geht's zueinander? Können Sie mich hören? Ich Jaguar auf dem Dach. Hallo. Hören Sie mich? Ich höre Sie. Gibt's einen 1020 von den überstangenen Suspekten? Ja. Die Hände bleiben schön am Lenkrad. Was ist mit dem Jaguar hier oben? Nicht, dass der auch irgendwie dazu gehört? Ist das schon gecheckt? So. Moment. So. Was hat der für ein Kennzeichen? Können wir Ruhe bewahren? Sie sind schwer verletzt. Nicht. Ah, Mann, mit Doppel-N am Ende. Ist ein Mann. Können Sie mich hören? Ich höre Sie. Okay, wie geht's Ihnen? Ja, der Aufprall, der hat jetzt die Schaffung gemacht. Okay, ja, das hat nämlich von außen nämlich auch echt wild ausgeschaut. Informativabschlepper für den BMW ist gerufen. Kriegen Sie Luft?
Haben Sie, fehlt Ihnen irgendwas? Ich kriege Luft. Okay. Ich nehme Ihnen aber trotzdem sicherheitshalber mal die Maske, gibt, damit Sie mehr Luft kriegen, okay? Ja. So, auf 3. 1, 2, 3. Okay. Danke. Gut. Motor ist schon aus, das ist sehr gut. Ja. Okay. Ja. Wie ist denn Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Aber wenn Sie in meine Brusttasche da an meiner Weste greifen, dann ist da mein Ausweis. Jawohl. Vladislav Ramirez? Achso, na, das ist. Okay. Greifen Sie. Hä? Geht's einmal weg von mir. Gut, Dankeschön. Dankeschön, Herr Kowalski. Hat jemand schon die Rettung? Hat jemand schon die Rettung gerufen? Ja, dann bitte einmal jemand FD rufen in die Rettung. Ich glaube, das ist schon verständlich. Wirklich keine Antwort krieg. King 30 mit der Frage, FD ist bereits verständlich beim Überschlag. Gut, dann noch einmal. Magst du das gleich machen? Okay. Brauchen Sie was zu trinken, irgendwas? Essen, trinken habe ich nicht. Okay. Ich versuche Ihnen mal hier langsam die Weste abzuschneiden, okay? Dass Sie ihm auch mehr Luft kriegen, nicht mehr so eingängig. Der Gurt lässt sich lösen. Der Gurt hat. Finde ich, FD ist jetzt verständigt. Ich habe jetzt nochmal ein Dispatch gemacht. Alles klar, danke schön. Gut, Gurt lässt sich lösen, dann machen Sie den einmal ab. Ich schneide Ihnen inzwischen nochmal kurz die Weste durch, okay? Ja. Gut. Oh, das ist schon mal gut zu wissen. Oder der Rest muss dann das FD. Ich denke mal, sind sie irgendwo eingeklemmt mit ihren Armen oder Beinen oder ist es rein die Tür? Arme sind frei, Beine sind auch frei. Okay, dann ist rein die Tür, okay. Gut. Ja. Falls irgendwas ist, dann rufen sie uns einfach. Wir sind da in der Nähe, okay? Ja. Wir müssen jetzt warten. Marco einfach erstmal auf ehrenhaft VIP gegiftet bekommen. Danke, Novak 013455. Es geht keine Türe auf. Ja, dann hat's da ordentlich runtergehaut. Alles das hat echt böse ausgeschaut. Ich glaube, da hat es die Elektronik auszerschossen, weil er im Wasser war. Also, mit dem Stand kann ich noch was anhängen werden, oder? Sie reden sehr leise. Sind Sie so schwach, oder? Na, mit dem Stand könnte ich auch Stuntman werden, bestimmt. Ja, nur beim Stuntman dürfen Sie sich dann nicht verletzen. Ja, genau. Gut, den Ausweis gebe ich Ihnen inzwischen wieder zurück, gell? Danke. Also es ist auch der Halter des Fahrzeuges. Ja, ja, okay. Dankeschön an Novak 013, was mein Güte, Herzregen. Können Sie sagen, was mich jetzt so erwartet? Bitte? Können Sie jetzt mal so grob aus dem Stegreif sagen, so was mich erwartet? Grundsätzlich ist die erste Klammer dann zwar beim PD, aber das, was vorliegt jetzt in erster Instanz, ist der mittelschwere Raub, ja. Wie wird das gehandelt? Das klären wir dann auf der Wache. Es kann nur sein, wenn Sie Pech haben, dass es was Richtung Körperverletzung geht, zwecks des Kollegen, den Sie zusammengefahren haben. Ah, okay. Ja gut, das war keine Absicht, echt. Das müssen Sie dann klären. Sie können auch sonst schon mal einen Anwalt konsultieren. Alles okay. Ich spare mir das. Kennen Sie denn Ihre Rechte? Ich habe sie schon mal gehört, aber wenn Sie nochmal vorlesen können, wäre ich sehr dankbar. Sie haben das Recht zu schweigen und Fragen zu verweigern. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht, einen Anwalt zu konsultieren und jetzt oder in der Zukunft bei der Vernehmung anwesend zu haben. Sie können natürlich auch die Befragung durch uns so lange herauszögern, bis Sie mit Ihrem Anwalt gesprochen haben. Haben Sie die Rechte soweit verstanden? Ich habe die verstanden, ja. Jawohl. Gut. Jetzt warten wir dann aufs SFD, ist schon hier. Wobei, das ist, glaube ich, wieder oben. Okay. Da fehlt doch einer im Auto. Nö. Die wurde. Da war ja die Schleuser blockiert und einer wurde oben schon weggetasert. Er ist ja nur alleine abgehauen, weil zuerst haben die Schleuser gehängt und dann ist einer nicht reinkommen. Und den haben sie weggetasert. Und der zweite, das war er, ist dann geflüchtet. Novak, moin, auf, einen schönen Tag. Marco, da hast du mal was bekommen, wa? Grüß Gott.
Ach, Herr Stone, oder guten brauchst Tag. Du noch einen Moment? Nein, wir brauchen keinen Moment. Gut, dann würde ich einmal ganz kurz zum Fahrer herantreten. Halt, halt mal Abstand, alle, lass mal ihn nochmal die Arbeit machen. Ja, ja, klar. So, wie geht's denn gerade? Brauchst du uns noch hier oder sollen wir abrücken? Im Endeffekt können wir SOG kann eigentlich abrücken. Perfekt, das sind wir weg. Heide. Heide. Dankeschön, lieber Novak, nochmal. Für 5 Subgifts und nochmal für 5 Euro. Was? Er hat da gerade meinen Namen gesagt. Ich wollte seinen Ausweis haben und dann wollte ich ihn checken und du stehst direkt hinter mir und das war der erste Name und ich so, ah ja, sieh her. Aber in dem Moment nicht gesehen, so unten Dienstgrad. Egal. Deswegen habe ich dann gesagt, jetzt geht's immer weg von mir. Ich glaube, das hat eh nicht gecheckt. Genau. Ich meine ja mal, dann hat er halt einen Namen von einem King, aber da kein Gesicht zu, das ist auch egal. Ja. Brauchst du mich noch, sonst würde ich auch abziehen. Im Grunde genommen gerade nicht, nein. Alles klar, sonst funkst du durch, ne? Ja. Ciao. Jetzt bräuchte ich aber eine Ambulanz von euch zu dem VKU. Ich schicke euch ein Dispatch. Und ich würde kurz weg. Wir können eigentlich wieder in Funk 1 wechseln, ne? Ja. England 15 wieder back, Funk. Sollte der wird wieder im Funk. 41 David, same traffic. Informativ, der Juwelier war erfolgreich, beide Täter wurden geschnappt. Die 6 bei dir ist Code 5, richtig? Ja, ich hub jetzt dreimal und dann geht's weiter. Check. Ach, das sind die Straßenrenner. Sollte der, wir brauchen hier oben noch die Absicherung oder soll ich abziehen? Ich glaube, du kannst so weit abziehen. Check. Herr Morris. Ja. Herr Stone. Ich würde einmal ganz kurz mein Fahrzeug wechseln, weil ich habe da nichts drin, womit ich den Herrn aus dem Fahrzeug raus gut rein kann. Ja. Wäre ich dann sofort wieder da, am verständlich, die schicken auch gleich noch eine Ambulanz her, die sich dann um den Patienten kümmert. Ich glaube, der hat kein Benzin mehr, langsam. Einmal ganz kurz ein bisschen noch betreuen, bis ich wieder da bin. Das wäre sehr, sehr nett. Gut. Perfekt. Dann bis gleich. Bauen wir uns eine Ananas als Hausstatt, ein Bungalow, wenn man sie essen kann. Liebe Ananas. So. Das FD muss nur Werkzeug holen, gell, für sie. Ja, hat er mir gesagt. Sind dann kalt oder irgendwas? Bauen sie eine Wärmedecke? Brauch ich noch Unterstützung? Nee, ich bin gut angezogen. Okay. Sauber. Aber wenn ich habe noch seinen Führerschein für euch als Info. Braucht sie noch Unterstützung wo? Hast du den vorher nicht begleitet, als er seinen Führerschein gemacht hat? Kohlberg, ja. Der ist gerade verhaftet worden. Das war mir klar. Er hatte gesagt, das wird heute nicht lang dauern. Er hat es mir auf der Fahrschule schon gespickt. Warum macht das dann überhaupt? Braucht er doch keinen Führerschein machen, wenn er die ganze Zeit angehalten wird. Ja, ist halt eher Kohlberg. Na mei. Braucht sie noch irgendwas im Gange, wo sie eine Unterstützung braucht? Weil ich weiß, alles kurz vor. Haben Sie was zum Essen gut, trinken? Sehr gut, ja, Essen trinken. Ach, das wäre der Herr Kohlberg. Dann reiche ich Ihnen mal ganz kurz was rein. Ja. Dönerhäuschen, das wäre geil. Ja. Das würde ich fühlen. Bitte schön. Ah, den Burger habe ich gerade gekriegt, ich gehe mal weg. Oh, danke, ich werde ihn auch genießen. Kommt hinterher, der Herr Kohlberg, einfach weiter. Link vor dem Mann, kann ich machen. Ja, das sind die neuen Compact Burger, die gibt es jetzt oben bei McDonalds. Compact Burger? Sind die auch Compact im Preis? Leider nicht, aber warte. Scheiße. Ich gebe Ihnen jetzt eine Wasserflasche. Die schütten Sie da einmal ein bisschen drüber. Und dann werden die ganz schnell groß und automatisch auch warm. Das ist so eine neue Erfindung von den Chinesen. Wow. Sind uns immer einen Schritt voraus. Ja, was Patrick, du Häsel-Pfirsich. Außer bei Autos, da sind wir immer einen Schritt voraus. Genau. Gucken Sie sich das schöne an. Schöne Audi. Weil ich kotze gleich da hinten ab, Wasserkanal, ich schwör's euch. Ja, machen Sie, fällt nicht auf. Ja, nochmal Comeback Burger, ja. Wah. Müssen Sie den Kanal fragen, ob er schon mal Comeback Burger gegessen hat.
Bestimmt. Wenn er sagt nein, dann... Schmeckt sicher nach Arschritze. Ja. Ich glaube, ich höre es auf die Joba uns. Der Mann, die mich rauf. Das ist FD da oben. Hey. Da hinten kommt FD. Warte, ich hab Ohren, Alter, wie ein. Ich hab Ohren wie ein Adler. Sag ja, dass FD kommt. Schau uns, da kriegen wir's. Er hat sie verstanden gehabt. Ja, super. Mir ist heiß. Tu sie einweisen, ja. Was steht's da so unschuldig? Ja, die Rettung. Traut sich nicht näher ran, oder? Nee, immer mit Abstand. Gut. Probieren wir unseren Candidates und den Fightern auch, um mal zu erklären, dass man nicht auf einen Meter ranfährt an das verunfallte Fahrzeug. Also ich habe gedacht, aufs Auto drauf. Ah, dann wäre der ziemlich platt. Wie eine Briefmarke. Platzsparend, kompakt. Ja. Geht's also, lange nicht gesehen. Ja, dich auch nicht. Mir geht's gut. Dir? Ja, es läuft. Super. Kann mich nicht beklagen, nachdem ich jetzt aus New York wieder zurück bin, ne? Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch. Digga, hast du das neue Lied von Till gehört? Meinung, Feedback, das Musikvideo, krank. Das Lied, nicht so meins. Bin ich viel zu unaggro. Viel zu wenig heavy. Der Dispatch, der ganz unten ist, ist auch gerade in Bearbeitung. Also jetzt, wo ich gerade ein bisschen Ruhe hatte. Ihnen geht's aber eh gut, gell? Sie trinken nicht im Dienst. Ich trinke nicht im Dienst. Sie stehen so, so ein bisschen so. Nö, nee, ich bin nur ein bisschen angeschlagen. Achso, gut. Bearbeitest du irgendwie den mittleren Dispatch? Stepper, der da kommt da runter. Da ist der von Brücke gefahren? Check. Oder ja, da fährt ins Wasser. Oh. Wait, das, die Ausresung. Du solltest da nicht im Wasser drin stehen bleiben. Ja, moin. Und gleich liegt er auf der Seite im Wasser. Weil das hat sicher die ganze Elektronik jetzt geschossen im Wagen. Ja. Hat dann eine Glock 17. Ja, dann nix. Alles klar, dann fahren wir kurz. Wie viel kosten denn 10 Stück? Wir würden die gerne als Offroad-Fahrzeug holen. Gibt's nicht. Weil das ist ein Amphi-Fahrzeug, hast du gesehen, oder? Zu Wasser, zu Land. Vor allem, es geht hier übers Knie, oder? Also das Ding fahre ich auch in den Bergen, das kriegt's auch noch rein. Also, hi. Schön, dass du da bist. Ah, das geht bis zum Holster. Da geht mir bis zu den Schenkeln hoch. Schau mal, das geht wirklich bis zum Schenkel. Alter, da taucht fast meine Spitze noch mit ein. Frage, wer hat die Abarbeitung vom R6? Wäre soweit schon vorbereitet für einen Zugang. Die Abarbeitung von dem R6-Fahrer, der Seovic angefahren hat. Der ist noch verunfallt und wird erst gerade geborgen. Okay, check. Wir sind noch vor Ort. Kollegen vom R6-Fahrer habe ich ja auch gerade in Zellen, wird gerade abgearbeitet. Es geht um den Fahrer, weil wie gesagt, Minus schwach verletzt. Ja, es ist der Herr Kowalski, der wird jetzt einmal selber, weil den hat so mies überschlagen, dann wird er jetzt ins Oceans gebracht und danach ist er dann ready zum Abholen. Ja, check. Six, informativ für die Kings, könnt ihr bitte mal gucken wegen Modshocks und DNA in den Zellen. Mindestens Coolback haben, hatten wir jetzt schon. Ja, check. Check. Akustisch nicht mit? Zellen, Markshots DNA. Adam 14 für Dispatch. Dispatch ist meines Wissens nach 10 7. Nee, ist für Detonation. Okay, check. Mittleres Schädelhirntrauma. So, jetzt kommt die Motorhaube. Ja. Kleines Stück ist ja schon offen. Ja. Nur nochmal hier auf der anderen Seite. Bleibst du noch da und betreust ihn? Okay. Ja, kann ich machen. Mega. Ich danke. Spring dich auf die Straße. Supi. Bis später. Das
drüben, das Auto so random, wie es am Dach liegt. Edward 12, 1086 am Hauptplatz mit einer Subaru, Kennzeichen Subaru. Kennzeichen Subaru angemeldet, versichert Maxwell O'Donnell. Maxwell O'Donnell. Das ist doch, Edward 42, Wechsel doch Offroad. Mit einer von den Chefs von den US Marshal. Dirty David 441, 30. Jetzt will ich wieder meinen Crown Weg haben. Derzeit negativ, bin noch beim RS6-Fahrer vor Ort und warte noch, bis der fertig ist. Check. Lane 41 to dispatch. Schatzi, danke schön für den Subgift. Toll. Kam gerade random. Achso, linke 41, sorry. So, dann gehe ich mal wieder mein Auto wechseln. Aber das Civic war recht komfortabel gerade zum Fahren, also war jetzt echt nicht kacke. Echt nice zum Fahren. War genau richtig für den BMW. Das ist nicht Monster AG. Doch, das ist Monster AG. Das ist dieser Typ da von Monster AG, aber das Gesicht von Shrek rein editiert. Das ist beides. Gibt's noch ein 1020? Ich wollte mein Auto wechseln, ich bin ein Trottel. Ist ja zufälligerweise auf dem East Highway. East Highway, Höhe Tankstelle. Ja, sind vor responded. Transport, danke. Das ist nur bearbeitet von Shrek, warte mal. Kennzeichen grob, eins war mit zwei A's in der Mitte und das andere hat mit zwei Vierern angefangen, vielleicht hilft das. Check. Lane 15 für Dispatch. Zeig euch mal was. Von dir. Edward 42 für Dispatch. Schau mal. Hört? Das ist aktuelle das Ding Status von Monster AG da mit jetzt diesen langen Armen und Beinen. Da ist einfach das Gesicht rein gefotoshoppt. So. Link 29 für Dispatch. Hört? Ihr aktueller Status? Gefangenenzellen. Tentfahr. Edward 12, 1097. Ja, jetzt kommt wieder das Gesicht. Geil, I love it. Edward 44 für Dispatch. Ich liebe dieses Emoji, das beste Emoji ever. Jemals reingemacht habe. Muss ich wieder meinen Weg finden. Das ist nicht Civic. LAPD Weg. King 15 für Dispatch. Hört ihr? Ganze Chat jetzt mit dem Emoji, Alter. Geil. Ein Traum wird wahr. Dispatch für King 30. Dispatch out. Show me 10-6 Mission Row. Den letzten Teil nochmal. Du bist du in deiner scheiß Angst. Show me 10-6 Mission Row. Umland. Edward 12, Fahrzeugdiebstahl, Code 4, keine Feststellung. 10-4, danke. Hopp. Schaffung benötigt Abholung am Ocean. Zwei Personen. Also uns. Das könnte ich eigentlich wieder mein Radarwarner reintun. Radarwarner, mein Radarmessgerät. Haben wir einen Highspeed auf dem East Highway? Negativ. Ja, Edward 12 verfolgt schnelles Sportfahrzeug, Höhe SG, Fahrtrichtung Sandy.
Gut. Check, kann eine Einheit auf Highspeed umsteigen und responden? Das Beste ist immer noch hier, das ist Andl Güte. Sie. Edward 12 hat gerade keinen Sichtkontakt mehr. Die Gütigen. Welche Farbe hat das? Was für eine Form? Was weiß man irgendwas ja, genau? Blau-schwarz, so eine Art P1 war das. Okay. Scheinlich war es ein P1. Ich bin jetzt schon bis zu den Silos durch, halt keine Feststellung. Wird wahrscheinlich abgefahren sein oder so. Ja, ich musste auch umdrehen, da war 320, also kann schon weit weg sein. Ah, sehen, glaube ich. Positiv, hab ihn. Dreht wieder um, East Highway. Fahrt Richtung Stadt ein. Jetzt Grenzposten durch. Haben wir einen 1080 wie? Positiv, Walmart passiert, weiter Richtung Sandy. Dreht wieder um Richtung Silos. Ja, Dispatch wieder Z7063108 und responded. Wackt's halt noch einmal irgendwie Backup Highspeed oder so aus. Oder eine Highspeed allgemein. Was bist du für ein Auto? Straßenwagen. Ja, scheiße. Haben wir eine Highspeed? Ja, positiv. Positiv. Ich bin 15 responded auch noch. Wo seid's ja? Kein Sichtkontakt. Ich glaube, der ist Richtung Palis, so durch den Tunnel durch, aber keine Garantie. Der Sichtkontakt war Silos, Fahrt Richtung Norden. Ich werde über West Highway spawnen. Da war der letzte Sichtkontakt Richtung. Ich mach mal das Blaulicht aus, damit man nicht gleich mich hört oder gleich sieht. Rollt gerade JZ Modding, Dankeschön. Ist VIP werden. Jetzt höre Palito hier gerade immer noch keine Feststellung. Ich fahr mal durch Palito durch, kommt immer über den West Highway. Ja, ich fahr mal Grape Seed ab und such mal dort. Ist dicht. Also es war ein flacher, schwarz-blauer Sportwagen. Ja, genau, richtig. Also sah wirklich tatsächlich aus wie ein P1, glaube ich. War mehr schwarz als blau. War nur so blaue Akzente. Genfer. Und schwarz-gelbes Kennzeichen, aber rechts genau habe ich nicht gesehen. Ich bin sofort immer mit der Frage. Hat jemand noch das Handy vom Herrn Kuhlberg? Ja, ich hätte aber gerade... am Respond, gib ihm mal deins, dann gebe ich dir nachher ein zweites. Renn dir in die Zelle. Rape Seed City ist jetzt erstmal kein Sichtkontakt. Kein Tor. West Highway bis PA tun wir auch, das ist kein Sichtkontakt. Civic fährt 2, der Crown Vic fährt 280. Ja, mit Bums, aber. So, oh, sind wir! Scheiße. Oh nein! Wäre 1050 vom Kollegen. Was ist denn das jetzt? Edward 12 vor Ort. Okay. Das sind schon gerade ordentlich rausgehauen. Aber du kommst trotzdem mit dem Crown Vic Sportwagen hinterher. Weil in der Beschleunigung viel zu lahm ist. Also der Crown Vic ist nicht overpowered oder sonst was. Also die Biker gehen mal tanken auf Chili. Keiner da.
hinten habe ich gerade ein Auto gehört, gell? Das hat sich nicht nach einem Sportwagen angehört, irgendwie eher nach so einem. Nach so einem Muscle Car zu sagen. Gell? Da liegt eine Trage. So. G-Klasse. Dagegen verbahren. Wir suchen einen Sportwagen. Na, hier in der Tankstelle ist auch sauber. Ja. Den werden wir irgendwo verloren haben. Ein viel zu schnelles Fahrzeug in Königsegg, Agera, Höhe Walmart Richtung Palito raus. Ist eine Highspeed da vielleicht irgendwo in der Nähe? Gut, danke für die Antwort. Ich habe hier einen 1080V. Königsegg Agera. Wird jetzt wieder Richtung Stadt einwärts. Jetzt gleich Höhe Walmart. Bin halt mit dem Straßenwagen da. Ich brauche da Unterstützung, bitte. Haben wir Petro, die eine Halsche besitzen können? Also ich finde das super. Scheint nicht so. Er ist jetzt Richtung Staatsgefängnis, sind gleich Höhe Status. Sichtkontakt wird immer kleiner, ich komme dem nicht hinterher. Wenn ihr eine Highspeed bräuchtet, 41 David könnte benutzen. Ja, der fährt da immer noch am East Highway hoch, jetzt gerade Richtung Stadt einwärts. Jetzt am SG vorbei. Kann gleich besetzen, wir werden gerade zum SC gebracht. Ja, ob ich gleich noch da bin und einen Sichtkontakt habe, ist die Frage. Aber ja, noch habe ich ihn ganz leicht. Ich habe noch leicht Sichtkontakt. Jetzt gleich bei der Mautstelle East Highway statt einwärts. Der kommt statt einwärts, check. Er kommt jetzt geradeaus durch Richtung Hauptplatz. Away. Edward 10, responde mit High Speed. Hast du ihn noch vor dir, ne? Ja, ich habe ihn noch. Der ist langsamer geworden, der spielt mit mir. Fahren jetzt geradeaus durch Richtung Pillbox. Informativ 147 Juwelen beim RS6-Fahrer. Sind jetzt direkt am Hauptplatz. Ist ein schwarz-blauer Königsegg Agera. Ja, bin hinter dir. Bin jetzt auch hinter dir. Ja, bitte so schnell wie möglich mich überholen. Mit dem Purple Bonnet jetzt auch. Du wirst aber gekommen. Hat's von mir vorbei. Also ich hab nur Kopfschmerzen. Okay. Ich bleib als Dritter hinten dran. Halt jetzt ein bisschen Abstand, der hat Kopfschmerzen. Highspeed Nummer 3, 2, wenn du wieder überholen willst, musst du sagen. Aber im Moment kann ich gut dranbleiben eigentlich. Ja, Tempo. Schneider FD trifft in 3 Sekunden ein. Danke. Habt ihr den 20 von der Verfolgung? Richtung Fahrschule runter. Sind jetzt bei der Fahrschule. Wie viele Highspeeds habt ihr hinten dran? Zwei. Zwei Highspeeds an Straßenbahn. Reicht eigentlich im Moment für die Verfolgungsjagd. Der Rest kann auf Backup bitte mal bleiben. Überhol mich. Der fährt aber nicht Fullspeed, wenn normal komme ich da nicht mit. Kennzeichen ist 1 leer, Jasmin.
Gott. Oh Gott. Wo seid ihr? Also. Alter, ich hab grad Kopfschmerzen meines Todes gehabt. Wo seid ihr hin? Weiter an Eastbound Richtung Mirror Park. Okay. Alter, ich hatte gerade so Kopfschmerzen, ich habe kurz den Sichtkontakt verloren. Da vorne macht jetzt der Training weiter, ne? Ja, den vor. Für die 1020s. In regelmäßigen Abständen, bitte. Da vorne macht ihr das? Danke. Ja, ist da vorne. Ich bin schon nur noch Edward 10. Er ist drin. Ich kümmere mich. Deswegen war ich gerade verwirrt beim Funken. Ah, check. Ich würde euch wieder mit Frage, was wollen wir denn dem netten RS6-Fahrer genau vorwerfen? Ja, entweder den Jubel oder Körperverletzung, weil er einen Kollegen angefahren hat. Aber er meint, das war nicht mit Absicht und ich glaube ihm das auch. Er war halt in dem Moment einbaut. Der scheiß Hauptplatz, Alter, da bricht immer alles zusammen. 3-0 bin ich schon so froh, wenn da mal die ganzen MLOs und die ganze Kacke weg. Ich habe jetzt wieder Sichtkontakt zu euch, aber bitte noch machen. Edward 10 von Edward 12. Hat den Verfolger entfernt. Fährt vor. So, ich bin jetzt wieder hinten dran. Dankeschön. Aber man muss sagen, ich spiele jetzt schon seit über 3 Stunden. Ich habe keinen Durchfall. Jetzt kommen wieder die Highspeeds. Schauen wir mal, wie lange ich gut mithalten kann. Beim Crown Vic. Alter. Jetzt Maut. Ja, seht ihr? Seht ihr das? Deswegen sage ich ja, der Crown Vic ist nicht irgendwie jetzt OP oder so. Das ist halt. Hättest jetzt so gesehen keine Chance am Highway. Er hat vorher einfach nur, oder sie oder was auch immer, hat einfach nur gewartet auf mich. Deswegen du dir abbremst. Schaut's mal. Gar keine Chance da. Aber ist wurscht. Müssen wir nur sagen, falls ihr abfährt, weil ich bin mit dem Straßenwagen hinten dran. Du bist ja immer noch auf dem Eastway. Okay. Jetzt Tankstelle. Rollmark vorbei. Grenze passiert. Siehst du, das ist der Beweis dafür, dass der vorhin einfach er, sie, es einfach gewartet hat. Solange sie gerade aus dem Highway bleibt, müssen sie nur, wenn sie abbiegt, bitte einfach funken. Check. Linken 14 mit der Frage, ist der Täter vom LS6 schon im PD, für den LS6 gefahren ist? Negativ, derzeit noch in Behandlung beim AMR, wird dann aber gleich abgeholt und dann PD verbracht. Ihr wisst Bescheid, dass er noch eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung bekommt. Ist noch in Klärung, weil er es anscheinend nicht mit Absicht gemacht hat. Aber was können Sie dann klären? Na gut, ob es mit Absicht war oder nicht, er hat sich trotzdem überfahren. Fährt auf Palito-Parkplatz. Check. Off-Roader. 71 1086 mit einem Homeland-Fahrzeug am Hauptplatz. Und Suspect in Cassidy. Mach mal die Sirene aus, bitte. Please. Kein Ding. Da musste ich mich ja auch erstmal einfahren. Also, da bin ich ja gerade erst um die Ecke gekommen oder so, ne? Wo wollten Sie hin so schnell? Ich hatte ein großes Treffen. Okay, gut.
Den Rest können wir ja dann in den Zellen unten klären. Sie sind aber alle sehr gut gefahren, muss ich sagen. Danke. Also, dass mein Wagen zu langsam ist? Zugelassen auf Jasmin Blueberry. Okay. Bringen wir sie gleich nach Palito, ne? Ja, würde ich sagen. Gut, ich packe sie bei mir ins Auto hinten ein. Achtung, Frau Blueberry. Aber nein, das wollte ich gerade nicht. Egal. Sie sind ja friedlich, oder? Ich rufe mal eben Mechaniker. Ja. Ne? Jo, gut, danke. Dann steigst du bei mir hinten im Auto bitte ein. Okay. Fahr dir hinterher. Sandy PD treffen. Ich fahre jetzt Palito PD. Ja, warte, dann gehe ich eh gleich. Ich habe ja einen Termin. Tun's mir nur einen Gefallen. Check. Warten wir noch kurz, ich soll den Wagen gleich einpacken. Achso, wir hätten jetzt Achso, jetzt einen abschleppen lassen oder was? X6 wieder teil. Okay. Ja, dann lasst ihn abschleppen. Habt ihr euch schon drum kümmert oder was? Ja, ich glaube, Edward Tenner hat schon. Ich hab nicht, Dispatch ist noch nicht raus, also wir könnten den noch einparken lassen. Ja, sie ist ja am Parkplatz, dann lassen wir es gleich so. Kommen wir nochmal raus. So, ich stelle ihren Wagen jetzt noch einmal. Passt sie auf sie auf. Ich stelle den Wagen jetzt in die Garage, sie brauchen dann nur mehr einchecken, okay? So, sie brauchen dann nur mehr einen Fingerabdruck hinhalten und dann war's das. Muss ich einsteigen, ja oder? Ja. Kein Raum, Igris. Ich hab's abgeklärt, ist freigegeben. Der soll DAB machen. Funktioniert irgendwie nicht. Müssen Sie eine Gebühr zahlen oder was? Ich glaube, ich muss nochmal zurückfahren. Ja, okay, machen Sie das. Deputy One, dann jetzt 10-7, euch noch einen schönen Abend. Ciao. Bye. Ja, gut, so. Okay. Komm uns mit. Ich schicke uns zu dir. Du musst ja eh noch Edward 10 von Edward 12. Ja, hört dich. Immer noch gebunden? So, gib dir mal einsteigen. Nee, jetzt ist hier fertig. Dann rufe ich dich ja mal an, okay? Yes. 30 David 1076 in the Oceans. Medical Center. Wenn die nicht schlecht waren bei der kurzen Fahrt? Nee, anders gut. Ja, bitte mal aussteigen. So, aus Sicherheitsgründen muss ich Ihnen nochmal Ihr Kabelbinder anlegen, gell? King 30, King 30 sind an Markt unterwegs. Dann wollen Sie mir mal bitte. So. Haben Sie Gegenstände an sich, die Sie irgendwie belasten können? Ja. Oder die uns gefährden können? Gut. Jetzt einmal durchsuchen, gell? Können Sie mal Ihre einmal Hände bitte ausstrecken? Punkt. Wir haben einen, ab sofort einen 10-12 im Mission Room. So, wer sich. Explosion der Mechaniker. Genau, danke. Das ist doch nur Kati. So eine MP5, das heißt, das ist schon mal eine vollautomatische Waffe. Nehme ich Ihnen mal ab, eine Glock 17. Ui. Haben Sie einen Waffenschein? Nee. Okay. 33 David 10-7. Gut. Also die Dame hatte eine MP5, das heißt, wir haben schon mal illegalen Waffenbesitz. Können wir Hände, können Sie runter tun, Sie können uns folgen, bitte. Dankeschön. Dankeschön. Nach innen. Immer die Treppe entlang. Soll ich Marshalls schon mal hinbestellen? Dann. Ja, bitte. Kann schon mal machen. So, bitte einmal nach links. So, ich sperre ihn kurz auf. Genau. Auch. Bitteschön. Suchen Sie sich eine aus. 40 David geht ja, jetzt 10-7. Ich wünsche euch noch einen angenehmen, ruhigen Dienst und pass auf euch auf. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, Frau Blueberry, Ihre Rechte kennen Sie? Ja. Edward 12. Kennen Sie. Gut. Sie werden des illegalen Waffenbesitzes angeklagt. Haben Sie einen Waffenschein? Kaufmann, Trennung 832. Ja, das heißt, wir haben eine Glock 17 und eine MP5. Das heißt, wir haben zweimal
Waffenbesitzer, aber dadurch, dass sie eine illegale Waffe haben, fällt das eh ins nicht ins Gewicht. Die Verweichte Flucht ist sogar höher, ne? Ist die Flucht höher? Ja. Gut, dann haben wir die verbrecherische Flucht. Mal die Maske abnehmen, bitte. Oh, die waren da mit 700 Meter. Und dann brauche ich meinen Ausweis, bitte. King 31 ist weg, Daniel. Dankeschön, Frau Blueberry. So, gut, dann kriegen Sie wieder. Dankeschön. Ich schau mal kurz, ich mache mal Ihre Akte. Haben Sie irgendwas dagegen einzuwenden oder gestehen Sie voll ein? Ich gestehe. Okay, das heißt, Sie wollen keinen Anwalt? Sie gehen? Nee. Gut. Ist sowieso viel zu teuer. Viel zu teuer. Sie versteht uns mal. Keiner braucht einen Anwalt. Eine der wenigen. Leider selten. Mittelschwerer Raub. Gewehr. Kein unbeschriebenes Blatt. Wie bitte? Sie sind definitiv kein unbeschriebenes Blatt, Frau Blueberry. Was bedeutet das? Das ist nicht Ihre erste Straftat ist bei uns. Achso. Nee. Was haben wir hier? Geldstrafe? 15.000. So viel? Ja, das verbrecherische Flucht, da ist dann Geschwindigkeitsüberschreitung und sowas mit einberechnet, sag ich mal. 15.000, das ist ja Wucher. Mhm. Das ist wirklich sehr viel. Das wurde extra hochgemacht, aber in dem Falle ist dann halt die ganzen zusätzlichen Strafen wie Geschwindigkeitsüberschreitung, Überfahren einer roten Ampel, gefährlicher Spurwechsel. Trotzdem noch Wucher. Was haben wir für eine Geschenkstrafe? 60 Monate. Gut, ich gebe ihr 40 Monate, weil sie nett war. Aha, vielen Dank. Und sich ergeben hat und ich gebe ihr, ist ja Wucher, 15.000, ich gebe ihr 10.000. Das dürfen wir nicht laut Supreme Court. Das ist mir scheißegal. Also, soll Supreme Court zu mir kommen? Das ist mir scheißegal, soll Supreme Court zu mir kommen? Dann erkläre ich denen auch nochmal, was sie dürfen. Hallo. Hallo. Supreme Court sagt, wenn wir von der Geldstrafe abweichen, egal ob Plus oder Minus, ist das Korruption. Das ist mir trotzdem scheißegal. Ich schreibe rein 15.000 und gebe ihr 10.000. Dann soll er mir mal erklären, was Korruption ist. Also sind wir mal ein cooler Kopf. Ja, da soll mal herkommen. Ja, wirklich jetzt. Ich meine es ernst. Supreme Court im Dienst. Ja, Gott sei Dank. Supreme Court da. Ja. Ja. Wo kein Kläger, da kein Richter. Wir haben uns an den Strafenkatalog zu halten. Und das heißt, du musst ihr bitte auch eine 15.000 Dollar Rechnung ausstellen. Dankeschön. Und zahlen Sie bitte die 15.000 und gut ist. Okay, danke. Ja, 42, 10, 50, 10, 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
Hier beim Friseur. Geisel. Ein Kollege Status. Steht noch. Status. Positiv. Zubauen. Zubauen? Wenn die Kollegen als Geiseln haben, baut die bitte nicht zu. Die haben die immer noch als Geiseln, ne? Ein bisschen aufpassen. Eine Kollege ist gerade frei, der andere rennt weg. Okay. Die haben da ja alles unter Kontrolle. Ein Kollege als noch Handfesseln an, eine schwarze G-Klasse flüchtig. Kümmert sich um den Kollegen. Ja, der ist auch beim 10-20, den letzten. Ja, wir sind da. Okay, also beide Kollegen nicht irgendwie in der G-Klasse. Doch, ein Kollege in der G-Klasse, mindestens zwei Täter bewaffnet mit Handfeuerwaffen und maskiert. Da geht's ab. Okay, wohin? Flucht Richtung Grad Makler. Okay, check SWAT. Könnt ihr euch mal bitte aufteilen Richtung Juwelier und Nazio? So kann ich da eigentlich... Also, ich hänge gerade an der Verfolgung mit dran, müssten wir übernehmen. Achso, ja, check, bleib erstmal dran. Fahrt Richtung Golfclub, Richtung Norden. Ab in die Hills. Wir sind immer im Juve. Zwei Einheiten dran. Ja, gebraucht wohl, richtig. Tief Kennzeichen von der G-Klasse, Japan T, zugelassen Charles Miller. Ich bin frei, ein Kollege noch in der G-Klasse. Okay. Braucht ihr uns mal jetzt noch in der Verfolgung oder nicht? Du respondest. 15-7, schönen Abend. Ciao. Schönen Feierabend. Wir waren heute erfolgreich. Das muss man ja sagen. Wir waren heute echt erfolgreich, oder? Wir waren heute echt erfolgreich, liebe Freunde. Ja. Ich hoffe, euch hat der Livestream genauso viel Spaß gemacht wie mir heute. Na? Ich denke, ich werde jetzt ins Bett gehen. Ich bin schon echt müde. Und ich habe heute eh gute Taten und gute Leistungen erbracht. Da kann man nicht... da kann man nichts falsch machen. So, meine lieben Freunde, danke für euren Support. Lasst gerne ein Abo da. Haut gerne auf die Glocke. Erzählt euren Freunden davon, von dem Stream. Teilt es gerne auf Social Media. Verbreitet es hier. Den Server, verbreitet es meinen Kanal, wie ihr wollt. Es ist kostenloser Support. Lasst ein Like da. Geht's nach dem Stream runter und lasst ein nettes Kommentar da. Oder Kritik, ist mir auch wurscht. Seid einfach nur freundlich. Und ja, lassen Sie ein Like da. Ich danke auch allen, die hier kostenlos, sowie auch kostenpflichtig hier heute unterstützt haben. Bedeutet mir alles sehr, sehr viel und ich bin unendlich dankbar für so eine super tolle, geile Zeit mit so einer tollen Community. Und ja, ich möchte es nicht mehr missen. Freunde, apropos missen, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen im nächsten Livestream und wünsche euch somit ein schönes Wochenende. Vielleicht sehen wir uns am Sonntag, vielleicht aber erst am Montag oder am Dienstag, wann auch immer. Entweder noch die Woche oder sonst nächste Woche. Ich wünsche euch trotzdem ein wunderschönes Wochenende. Bleibt alle gesund. Wir sehen uns im nächsten Stream. Danke auch an meine Mods und ihr seid die Besten. Kuss geht raus. Gute Nacht. Servus und Baba. Ach du Scheiße. Warte mal, Freunde. Ich muss noch mal kurz was nachholen. Ich muss, das ist jetzt gerade peinlich. Justin Zugi hat 50 Euro gespendet. Hälfte für dich und Hälfte für Server. Danke für die coolen Streams. Ich bin noch da. Ich muss noch die Spenden alle vorlesen. Das ging gerade im ganzen RP richtig unter. Ich muss mir das kurz noch notieren. Alter, Dankeschön, lieber Justin Zugi, für 50 Euro Donation, das ist einfach danke. 25 Euro für den Server. Ich muss mir das hier virtuell, weil ich habe keinen Stift gerade nehmen. Toll. Von Justin Zugi mit 2 i. Okay. Dark Angel, Dankeschön, eine Spende, bist der Beste. 3-0 Hype. Dankeschön an lieben Dark Angel für 1 Euro mit Überweisungsgebühren. Danke auch an dich. Blackberry, kannst mal Ram fahren. Danke für 2 Euro. Heute nicht mehr. Vielleicht beim nächsten Mal, ne? Beim nächsten Mal, lieber Blackberry. JZ Modding, danke fürs VIP werden. Ich hoffe, ich habe keinen mehr überlesen. Aber mach so mal hier einen Herzregen und hier ein Gütesiegel für den lieben Justin rein. Machen Sie das bitte. Weiß, ich habe jetzt schon gute Nacht gesagt und alles, aber das ging gerade irgendwo komplett an mir vorbei. Komplett peinlich. Machen wir noch hier ein Gütesiegel rein.
So, jetzt nicht so. Ich war gerade so gefangen im RP. Es muss mitten in der Verfolgungsjagd oder so wahrscheinlich reinkommen sein. Da, wo ich es wahrscheinlich absolut nicht merke. Es ist, ja. Liebe Community, lasst nochmal hier ein ganz, ganz, ja, lasst nochmal ganz viel Liebe da. Und danke nochmal an alle. Freunde, wir sehen uns. Dankeschön nochmal an Justin, Dark Angel und Blackberry. Und wir sehen uns im nächsten Livestream. Also, Freunde, gute Nacht und dieses Mal wirklich. Danke an alle. Tschüss.